von der Regionalgruppe Hannover. Wir wollen hier den Kongress abhalten, insgesamt für den Bereich Niedersachsen. Wir haben im Moment noch ein bisschen Anreizprobleme aus einigen Bereichen. Ich habe gehört, es gibt eine Sperrung von der Straße aus Richtung Braunschweig. Die Östra fährt die Bahn hier nicht hin. Und die Kollegen aus Osnabrück sitzen wohl immer noch im Zug. Wir fangen aber ungeachtet dessen jetzt an, weil einige auch schon wieder mittags los müssen. Ansonsten können einige halt auch nicht mehr richtig teilnehmen. Wir haben heute ein Programm hier, das steht hier schon seit einer Weile hinter mir an der Wand. Wir wollen halt Arbeitsgruppen bilden, in denen wir uns zusammensetzen, um festzustellen, was für Ideen sind entwickelt worden in den verschiedenen Ortsgruppen und wie kann man diese Ideen vielleicht zusammenbringen. Wir wollen auch bei der Gelegenheit jetzt einfach mal die Möglichkeit ergreifen, um festzustellen, wie, in welchem Zustand ist Aufstehen eigentlich. Ihr werdet das alle mitgekriegt haben, Aufstehen steht auf ziemlich wackeligen Beinen. Wir hatten viele Probleme mit der Organisation, mit dem Trägerverein zunächst. Das war teilweise auch für viele demotivierend, denke ich. Der Trägerverein hat sich komplett reformiert. Die ganzen Bekanntennamen sind eigentlich nicht mehr dabei. Es sind jetzt neue, junge Leute gekommen, die diesen Trägerverein machen, die auch da auch mit viel Motivation reingehen. Und genau das ist das, was wir jetzt eigentlich auch hier rüber transportieren wollen. Wir wollen überlegen, macht es nicht einen Sinn, dass wir aufstehen? Ist das nicht eigentlich unbedingt nötig? Wir sind so wenige geworden. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass solche Bewegungen wie Fridays for Future plötzlich politische Erdrutsche auslösen können. Also da passiert was. Und da gab es gar nicht großartig Inhalte, die darum gebracht wurden. Sondern da haben sich dann ein paar Schüler zusammengetan und haben ein Zeichen gesetzt. Wir sind unzufrieden. Und dieses Zeichen, wir sind unzufrieden, das können wir natürlich auch setzen, aber wir müssen dafür natürlich Leute rekrutieren, wir müssen aktiv sein, wir müssen unseren Unmut auch irgendwie zeigen. Womit wir im Einzelnen unzufrieden sind, das mag bei jedem anders sein. Da appelliere ich an alle, sich jetzt nicht über irgendeine Stelle nach dem Komma oder sonst was zu zerstreiten. Wir müssen ein gewisses Maß an Einigkeit, müssen wir um Schlagkraft zu entfalten, auf jeden Fall aufbringen. Von daher, glaube ich, wir spielen jetzt mal diese Grußbotschaft ein von dem Wolfgang Zahnack. Das ist der Vorsitzende des Gründervereins zurzeit. Der hat uns gestern noch eine Grußbotschaft aufgespielt und sagt dazu auch ein paar Worte. Liebe Aufsteherinnen, liebe Aufsteher aus Niedersachsen, ich freue mich sehr, dass ihr alle in den Versammlung seid. Ich selbst bin sehr in den Versuch gekommen, da ich mit dem Hauptkonsulenten in der Zelle gearbeitet habe, also ich kenne den Jungs sehr gut, ich kenne ihn halt wirklich nicht mehr, aber wer will ich überhaupt? Mein Name ist Wolfgang Zahnack, ich gehöre zu den Initiatoren, auf jeden Fall bin ich Anfang aktiv dabei. Am Anfang noch sehr vor Ort in meinem Ausdruck in Leipzig, mittlerweile viel auf Bundesebene. Der Trainerverein sich mal aufstellt und ich gehöre zu dem Vorschlag dieses neuen Trainers. Und deswegen habe ich die ganze Entwicklung, die ganzen Probleme von Aufstehen aus Gastbehandlung eins zu eins hautnah mitbekommen. Und ich kann euch sagen, ich bin genauso frustriert wie so viele andere auch. Natürlich fragt man sich, ey, lohnt sich das Ganze? Lohnt sich die Zeit, das Geld, das man investiert? Und ich komme zu dem Punkt, dass ich sage, aufgeben ist für mich keine Alternative. Ich bin aufgestanden, weil ich mich für eine friedliche und soziale Gesellschaft einsetze. Aber wir werden das nicht erreichen, wenn wir die Hände im Schoß holen und sagen, ja, irgendwie bin ich schlecht, und dann lass uns doch aufhören. Nein, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es verändern können, wenn wir wieder selbst aktiv werden, wenn wir selbst unsere Stimme in die Hand nehmen und uns am demokratischen Prozess beteiligen. Ja, das ist anstrengend. Ja, man macht Fehler ohne Ende. Aber hey, ich bin kein Profi, wir sind keine Profis, wir sind nicht perfekt, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vision. Das ist ein Wandel, ein wirklichen Wandel der Gesellschaft. Und deswegen ist es viel wichtiger, auf die Gemeinsamkeit zu schauen, was auf die Gegensätze. Ja, gibt es bestimmt. Aber das ist auch
das persönlich ganz motivierend, was er so gesagt hat. Ich finde, es kommt auch ganz locker und erfrischend rum. Das ist auch was, wo ich denke, vielleicht können wir auch sagen, wir machen es heute ein bisschen locker, ein bisschen erfrischend. Wir wollen Arbeitsgruppen einrichten. Wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal gleich diese Arbeitsgruppen, damit wir überhaupt bis zum Mittag irgendwas Vernünftiges hinkriegen. Wir haben da vorne Stellwände. Diese Stellwände können von den Arbeitsgruppen genutzt werden, um ihre Ergebnisse hinterher zu präsentieren. Wir haben, ich glaube, ich gebe dann mal an Jörg weiter, was die Räumlichkeiten betrifft. Hallo, Jörg nochmal aus Hannover. Wir haben jetzt das Glück, noch einen Raum bekommen zu haben, den man sogar unterteilen kann. Das heißt, wir können da sogar zwei Arbeitsgruppen implementieren, sodass wir hier nicht den Druck haben, in den großen Saal eine Arbeitsgruppe machen zu müssen, weil das vom Lernpegel in der Regel bekanntermaßen nicht gut läuft, wenn zu viele durcheinander gehen. Eine Gruppe wird sich nach da hinten hinter die Bühne setzen. Die ist auch schon bedient worden. Ansonsten wäre jetzt eigentlich erstmal die Frage, wer eigentlich für was Interesse hat. Weil wenn natürlich eine AG nicht ordentlich gesetzt sein sollte, dann wird das nicht viel Sinn haben. Deswegen würden wir jetzt erstmal anfangen. Ja? Also ich glaube, Sie machen einen Vorschlag. Klaus Bayer aus Hannover. Ich wollte noch folgenden Vorschlag machen. Es gibt hier in diesem Bürgerhaus keine Restauration, also wo man was zu essen bekommt. Wir fangen jetzt 11 Uhr an. Das können wir uns ja alle mal durch den Kopf gehen lassen. Brauchen wir wirklich eine Mittagspause von 45 Minuten? Nur mal so gefragt, wie braucht die nicht? Und dann noch ein weiterer Vorschlag. Wenn hier also jemand per Mikrofon zu was auch immer irgendwas sagt, fände ich es gut, wenn derjenige, wie ich das eben auch gemacht habe, kurz Name und woher kommt, weil wir uns ja größtenteils nicht kennen. Ja. Zum Mikrofon möchte ich sagen, es besteht hier die Möglichkeit, dass jeder, der vortreten möchte und was zu sagen hat, an dieses Mikrofon tritt. Müsste nur kurz angemeldet werden, damit wir das Mikrofon überhaupt einsteigen. Also, wie das geht, weiß ich. Jetzt schon? Achso, gut. Ja? Ja, kriege ich das Mikro? Nee, du kannst das Mikrofon mit Zeit machen, das kriege ich dir auch. Alles klar. Okay, erstmal einen schönen guten Tag. Mein Name ist Kira Hoffmann. Einsteigen. Ich kann aber auch laut reden. Wow, okay. Mein Name ist Kira Hoffmann. Ich komme von Wendland Uelzen, von der Gruppe von Aufstehen. Wir hatten ein Prozedere festgelegt in dem Orga-Team für diesen Kongress und das ist, dass die Referenten oder die Moderatoren besser gesagt, dass die kurz, und das müssen wir jetzt wahrscheinlich sehr kurz machen, dass die sich vielleicht kurz vorstellen, dass man vor Ort auch eine Entscheidung treffen kann, wo man hingehen will und dass man ein bisschen was Inhaltliches kommt. Ich würde das mal auf 3 Minuten begrenzen, wenn es möglich ist, maximal 5, weil sonst ist viel Zeit weg. Ist das so angenommen? Weil, ne? Maximal 3. Soll das sagen? Hat jemand Widersprüche? Sonst machen wir das so. Okay. Gut. Danke. Ja, würde ich sagen, machen wir. Die Moderatoren. Fangen wir gleich an. Genau. Okay. Fangen wir hier die Jacke aus. Wobei, ich glaube, ihr macht das zu zweit oder? Nein. Allein. Okay. Das Einzige, was hier stört, das ist natürlich, dass man überhaupt nicht zu den Leuten sprechen kann. Lauter praktische Leute hier. Okay. Also, ich hatte ja schon gesagt, mein Name ist Gero Hoffmann. Ich moderiere die Gruppe Visionen und Programmatik. Um es ganz knapp und kurz zu machen, Visionen brauchen wir auch für unser Leben, Visionen brauchen andere Organisationen auch. Eine politische Bewegung benötigt auch Visionen, ist vielleicht einer der
aus meiner Sicht zumindest größten Defizite, die wir in unserem Aufstehen haben und das sich meines Erachtens auch schon ausgewirkt hat. Das ist nämlich eigentlich keine Vision, kein Programm, also kein Ziel, wofür wir aufstehen, sozusagen begrifflich zusammengefasst ist. Es gibt Bausteine natürlich. Wir werden in unserer Arbeitsgruppe, so ist das zumindest vorbereitet, uns nicht nur mit dem theoretischen, was ist eine Vision und warum ist sie so wichtig, da kann ich auch einen Vorgeschmack geben, Zitat von Erich Fromm, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. So, ich meine, wir strengen uns schon an, aber vielleicht können wir uns noch viel mehr anstrengen, wenn wir uns einiger sind, wohin das ganze Schiff laufen soll. Es wurde ja hier auch davon gesprochen, dass wir einen Systemwechsel oder eine Veränderung der Gesellschaft erreichen wollen. Genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns auch. Beispielsweise, was ist systemimmanent, was ist sozusagen in unserer parlamentarischen Demokratie durchaus von vogue, gehört zum System dazu, beziehungsweise, was wäre sozusagen übergreifend, verändert und wie kommt man dahin, ohne dass das in irgendwelchen Bürgerkriegen oder unter schwierigen Situationen endet. Genau mit diesen grundsätzlichen Fragen beschäftigen wir uns und von Wendland geben wir euch ein Beispiel, wie so eine Vision aussehen kann, auf zwei Politikfeldern, die meines Erachtens ziemlich elementar sind. So, das war's dann schon. Und die Gruppe lag hinten auf der Bühne. So, dann wäre jetzt Edgar als Nächster. Wärst du bereit, Umwelt zu moderieren? Das ist so auch gut gesagt. Ich bin ja in dem Newsletter in der Mail schon, die wenn du möchtest, dann sagst du, ich habe etwas schon als Moderator erwähnt worden. Gut. Für die AG ja, Arbeit und Soziales und Finanzpolitik. Ich hoffe, dass es mir gelingt, das mit wenigen Worten darzustellen, worum es gehen könnte. Nämlich, wenn wir uns die Wohnungspolitik angucken, wenn wir uns das angucken, was mit Krankenhäusern passiert, was in den Kommunen passiert, dann sehen wir eigentlich, dass es in unserer Gesellschaft quasi schädlichen Reichtum gibt. Das ist, wenn die falschen Leute halt viel zu viel Spielgeld, was für uns aber reales Geld ist, ja, und die, denen es vorenthalten wurde, was sich als Reichtum in deren Händen dann stapelt und sie kaufen Krankenhäuser auf, sie kaufen Wohnungskonzerne auf und erhöhen die Mieten, machen es also dem Rest der Bevölkerung das Leben zur Hölle. Nur weil sie das Spielgeld halt reklamieren wollen. Und da wollen wir doch gerne Veränderungen herbeiführen. Ich denke, dass das auch in dem Gründungsaufruf von Aufstehen deutlich wird. Und der Vorschlag war, das sozusagen zu fokussieren. Einmal von einer Vermögenssteuer von 5% zu sprechen, durch die so ca. 80 Milliarden Euro mehr Einnahmen zusammenkommen würden, dann könnte schon eine Menge bewegt werden. Aber auf der anderen Seite dem Rest der Bevölkerung deutlich machen, dass sie nicht damit gemeint sind, dass man nicht allen in die Tasche greifen will, sondern dass die Steuer, die die große Mehrheit angeht, die Einkommensteuer, dass die massiv für Niedrig- und Normalverdienende gesenkt werden muss, nämlich durch einen entsprechenden Grundfreibetrag von 15.000 Euro. Das ist halt am Existenzminimum von Erwerbstätigen gemessen. Darüber können wir uns dann auch nochmal unterhalten in der Arbeitsgruppe, inwieweit das tatsächlich ein guter Wert ist, den so zu setzen. Also in der Linken zum Beispiel ist diese Diskussion angestoßen worden auch um das steuerliche Existenzminimum. Und die hat jetzt ein Steuerkonzept, was einfach sehr, sehr klar einleuchtet und was der Mehrheit der Bevölkerung zeigt, ach so, es muss ja gar nicht jeder mehr Steuern zahlen, sondern einige zahlen schon die ganze Zeit viel zu wenig Steuern, viel Steuern haben zu wenig übrig und merken aber, dass es überhaupt nichts bringt, dass der Staat trotzdem aus dem letzten Loch pfeift, weil nämlich die Reichen nicht besteuert werden, also nicht angemessen. So. Und dann noch, last but not least, wir bewegen uns ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben im Moment einen gesetzlichen Mindestlohn von 9,19 Euro, der ist durch die Mindestlohnkommission beschlossen worden und ausgerechnet die Organisationen, die da auch maßgeblich Anteil hatten, zum Ende des letzten Jahres diese 9,19 Euro pro Stunde als gesetzlichen Mindestlohn zu beschließen. Die Vorstände von denen sind kurz danach an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, eigentlich bräuchten wir einen Mindestlohn von 12 Euro.
also Andrea Nahles, Scholz, der Vorsitzende des DGW, Rainer Hoffmann, Sozialverbände und so weiter. Also die gesamte Sozialdemokratie sozusagen ist danach dann an die Mikros gegangen und hat gesagt, eigentlich wollen wir 12 Euro. Genau, wo es zu spät war, wenn die Lösungskommission 1990 beschlossen hatte. Aber jetzt haben sie es gesagt und den Job sollte man doch auch einrahmen. Deswegen das also auch als eine wichtige dritte Forderung zu sagen. Und dass wir uns darüber unterhalten dann in der AG und vielleicht sogar von diesem Kongress einen Impuls ausgehen könnte für die Leute vor Ort, dass halt das Angebot gemacht wird, dass man Infostände und so weiter macht mit einem gemeinsamen Aufruf für diese drei Forderungen. Die Kassen müssen wieder gefüllt werden aus dem Geld der Reichen, alle anderen müssen entlastet werden und wir brauchen noch einen gesetzten Minister. Okay, danke, Edgar. So, der nächste wäre Helmut. Ja, ich bin der Helmut Kessler aus Braunschweig. Ich wollte über Frieden sozusagen mit euch reden. Ich wollte das in den Zusammenhang stellen, dass die Greta jetzt ja im Moment ist einen guten Schritt geschafft mit dem Klima. Die FFF-Bewegung hat sich draufgesetzt und macht da eben auch eine Menge mit. Und der RISO hat jetzt die Sache breiter gefasst und hat sozusagen die gesamte, die CDU fertig gemacht, hat die SPD fertig gemacht, die AfD, alle möglichen Leute. Ja, und da hat er eben das wissenschaftlich gemacht. Er hat es mit 300 Belegen sozusagen gemacht. Also von daher eine tolle Geschichte. Und von daher, gut, also da kommt dann der Frieden rein. Und der Frieden, ohne Frieden ist alles nichts, hatte Willy Brandt gesagt. Denn der Frieden ist eigentlich die Voraussetzung. Der Frieden ist die Voraussetzung für Umwelt und Soziales, denn Umwelt und Soziales kann nicht funktionieren ohne Frieden. Also von daher müssen wir das hinkriegen. Deswegen ist das sozusagen die Basis, aber die anderen Sachen muss man immer bedenken. Ja, also von daher. Und jetzt habe ich ein paar Ideen in die Branche, da machen wir schon verschiedene Sachen. Also ich weiß nicht, wird ja wahrscheinlich überall was gemacht. Wir machen zum Beispiel die Samstagskundgebung, machen wir als kleine Gruppe jeden Samstag seit einem Jahr, gehen wir auf die Straße und erzählen was über Frieden, Umwelt und Soziales. Und versuchen also eine friedliche Weltrevolution, dass die Welt eben sozusagen friedlich wird. Und die andere Geschichte, dass da ein Jährliches-Treffen machen, Rainer, das Manifest von Marcel Einstein, der alte Einstein hatte gesagt vor 60 Jahren, es darf keinen Krieg mehr geben, weil jeder Krieg zur Vernichtung der Menschheit führen kann. Und das ist völlig richtig und wir haben es bisher glücklicherweise mit Glück überlebt, aber das finden wir dann da, das ist doch eine Geschichte, das müsste man jedes Jahr überall. In allem, den Einstein ist ein Name, den kennt jeder. Jeder Abiturient auf der ganzen Welt kennt Einstein. Ja, also Halbmörder der Trivialtheorie und so weiter. Also von daher ist das ein Name, mit dem man arbeiten kann und so weiter. Also da, und wir machen auch in Braunschweig schon seit vielen Jahren ein jährliches Treffen Kultur des Friedens. An jedem Monat machen wir eine Geschichte. Kultur des Friedens bei einer Veranstaltung dort, wo dann nur 30 bis 50 Leute irgendwas, irgendwelche interessanten Themen gemacht werden. Also von daher läuft schon einiges. Aber ich wollte jetzt eben sozusagen hinkriegen, dass wir überlegen, was wir dazu beitragen können, wie wir uns vernetzen können, wie wir das schaffen können, sozusagen Frieden von Niedersachsen aus in die Welt hineinzutragen. Das ist meine Idee. Vielen Dank, Herr Mann. Nächste wäre von der Umweltgruppe, beziehungsweise der Moderator der Umweltgruppe, das wäre Herr Eckhardt. Ja, guten Morgen allerseits. Ich bin Eckhard Schmidt aus Hannover. Also ich würde die Umweltgruppe moderieren. Wenn ich auch jemand anders finde, der es auch gerne möchte, muss ich das nicht tun. Ich bin kein Fachmensch für Umweltfragen, aber moderieren würde ich das übernehmen, wenn das so gewünscht ist. Ja, wunderbar. Also jemand, der vielleicht inhaltlich mehr und ich könnte die Moderation übernehmen, vielleicht macht das auch Sinn, in den anderen Gruppen zu überlegen, ob jemand, der den Inhalt vertritt, sozusagen, wenn jemand anders an die Seite bekommt, der dann die Moderation, die Gesprächsführung hat. Es gibt ja eine ganze Menge Themen zum Bereich Umwelt, mit fossiler Energie, Atomkraft, alternative Energieversorgung, Feinstaub, ich habe Ihnen mal so ein paar
Punkte. Erderwärmung ist zentrales Thema, Senkung Schadstoff in Emissionen, Verkehrskonzept. Nur, also ich denke so insgesamt, man kann sich da verständigen, was findet man wichtig. Und wir haben ja im Gründungsaufruf auch sozusagen schon Aussagen dazu. Wichtig scheint mir für alle Arbeitsgruppen, dass wir sozusagen letztendlich heute am Tag die Gemeinsamkeit in dem gesamten Plenum brauchen. Deswegen würde ich vorschlagen, auch den anderen Arbeitsgruppen, dass man da jeweils nicht jetzt lange diskutiert um Kleinigkeiten und in der Arbeitsgruppe irgendwie einen Konsens zu finden, dass man vielleicht auch hinterher hier im Plenum zwei oder drei Gedanken präsentiert. Und dann wir im Plenum sehen, was ist uns insgesamt am wichtigsten. Also, dass wir im Auge behalten, dass wir letztendlich uns zusammenfinden im Ergebnis des Tages. Und diese Aufspaltung auf Themen im Grunde dazu führt, dass man hinterher wieder im Ergebnis zusammenkommt. Weil ich denke, was uns alle ein ist, dass Aufstehen heißt, wir müssen die Themen bündeln. Wie das vorhin so schön gesagt wurde, Wandel der Gesellschaft insgesamt. Und kein Thema alleine wird einen Durchbruch finden, wenn nicht alle Themen gemeinsam sich letztendlich bündeln und wir dann praktisch in dem Gründungsaufruf insgesamt Politik wechseln, dass das wieder am Ende des Tages sich bündelt. Ja, so weit dazu. Ja. Ja. Vielen Dank, Herr Kass. So, den letzten Part hätte Jörg jetzt übernehmen für die Eurogruppe. Das ist die AG Organisation und Vernetzung, die werden Lars und ich machen. Lars ist dann der Moderator. Ich versuche ein bisschen inhaltlich die Sache voranzutreiben. Hört sich erstmal vom Namen her langweilig an, ist aber irgendwie gefühlt das wichtigste Thema zur Zeit bei Aufstehen, weil Aufstehen offensichtlich eine Mühe hat, sich zu organisieren. Wir haben eine Diskussion, die schon seit einigen Monaten anhält, wie soll Aufstehen eigentlich eine vernünftige Struktur auch über die Ortsvereine hinaus bilden. Genau das soll jetzt auch unser Thema heute sein, weil wir das bestreben haben, eigentlich auch Niedersachsen mal in eine Struktur zu führen, mit einer vernünftigen Vernetzung, also mit Möglichkeiten unter der Kontaktaufnahme innerhalb der Ortsgruppen, aber auch halt, um irgendwie etwas zu bilden auf einer überregionalen Ebene, das für Aufstehen Niedersachsen sprechen kann, das Kampagnen organisieren kann, das vielleicht, und das ist auch ein Punkt, den wir heute diskutieren sollen in dieser Gruppe möglichst, ob ein Verein, ein eigener Trägerverein für Niedersachsen gegründet wird, um halt entsprechende Energie, die wir in Niedersachsen erzeugen, hoffentlich auch hier in Niedersachsen halten zu können. Das soll alles in dieser Gruppe besprochen werden. Ich glaube, da müssen wir in den Arbeitsgruppen durch. Ne? Ja, ich glaube, dann können wir jetzt zur Bildung der Arbeitsgruppen schreiben. Ein Applaus. Dann können wir jetzt zur Bildung der Arbeitsgruppen schreiben. Ich weiß nicht, wollen wir das spontan machen? Habt ihr euch ja schon jeweils überlegt, wo ihr dann teilnehmen wollt? Wie machen wir das mit der räumlichen Aufteilung? Ich glaube, die Arbeitsgruppe Programmatisches ist hinter der Leinwand, wenn ich das. Eine Mitarbeiterin, eine Tätigkeit, habe ich ganz vergessen. Es wäre gut, wenn jeder Ortsverein mindestens eine Person in unsere Gruppe schicken würde. Es ist dumm, wenn, was ich euch zwar anwesend ist, aber an dieser Diskussion nicht teilnehmen, über die Strukturen von Niedersachsen. Also wir wollen eigentlich schon von einem Ortsverein haben. Ne? Das wollte ich doch mal hinzufügen, was soll ich vergessen. Ich denke auch, nicht, dass das die ganze Zeit ignoriert. Du hast völlig recht, das soll auch nachher auch noch einen besonderen Rahmen einnehmen. Also die AGs stellen spätere Ergebnisse vor und wir haben ein bisschen mehr Zeitrahmen eingeräumt für unsere AG, weil es auch darum geht, bauen wir jetzt hier eine gemeinsame Zukunft auf oder stellen wir fest, wir schaffen das nicht. Das muss aus dieser AG irgendwie hervorgehen können. Die AG soll halt entsprechende Vorschläge vorlegen und im Idealfall, wenn alles super läuft, wenn wir uns vielleicht sogar schnell annehmen können, dass wir vielleicht sogar zu einer Abstimmung kommen. Dass wir sagen können, so soll es gehen und wir werden uns irgendwann mal konstituieren, auf der Basis, wie es heute beschlossen worden ist. Ja, danke Jörg. Ich würde vorschlagen, dass jetzt die jeweiligen Moderatoren der Gruppen sich
insgesamt aufstellen, damit sich die entsprechenden Leute da zusammenfinden können. Weil um irgendeinen Punkt müssen die Leute sich erscharen. Das ist sinnvollerweise der Moderator, der sich jetzt gerade vorgestellt hat. Mag auch für einzelne Gruppen vielleicht eine Abweichung sein, wenn gesagt wird, der vorstellt, braucht halt mehr Zeit, werden wir da bestimmt nicht großartig unterbrechen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Diskussion, die jetzt ganz dringend ist, natürlich auch noch ein bisschen auszubauen. Wir müssen aber auf eine Durchschnittszeit von 15 Minuten pro Gruppe kommen. Von daher hoffe ich, dass wir alle entsprechend punktuell richtig beieinander sind. Genau, auf den Punkt kommen. Das war's. Ja, eine Durchschnittszeit, also wenn eine Gruppe schneller ist, dann können wir das natürlich auf die anderen Gruppen verteilen. Naja, ich könnte mir noch vorstellen, dass die Gruppe auf einer Reaktion, dass das ein bisschen aufwendiger wird zeitlich. Weil da haben wir auch etwas mehr Zeit, würde ich sagen. Aber genau, wir haben bis 16 Uhr nur noch und der Kuchen lässt sich nur einmal aufteilen. Ich übergebe jetzt das Mikrofon mal an Gero. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, der Bericht, den kann man von uns sehr lang abgeben, den kann man auch sehr kurz abgeben. Das hat mit bestimmten Umständen zu tun, die wir nun mal angetroffen haben. Zur Historie ganz nebenbei, dieser Diskussionsprozess, der mal im Wendland Uelzen angefangen worden ist. Der ist eine Initiative von dieser Gruppe, an der dann zunehmend andere Gruppen Interesse hatten. Es wurde deswegen auch der Vorschlag gemacht, das hier mal als Arbeitsgruppe zu installieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir haben ja ungefähr so das größte Thema mit den Visionen und der Programmatik, was man eigentlich so haben kann, weil alle Teilthemen sind ja auch mit irgendwo da drin und jeder von uns, der in der Arbeitsgruppe war, hat auch so seine eigene Biografie, seine eigenen Schwerpunkte und es kam dann natürlich auch so, wie es kommen musste, beziehungsweise auch in Ordnung ist, dass natürlich jeder, der sich mal über Visionen Gedanken gemacht hat, dass er natürlich mit seinen eigenen Visionen mal vorgeprescht ist. Die sind dann teilweise sehr friedensorientiert gewesen, sehr stark war auch die Ökologie dabei gewesen. Und es hat natürlich auch gewisse Diskussionen gegeben, weil es gab dann auch den historischen Standpunkt, dass man gesagt hat, es gibt ja schon exzellente Aufzeichnungen der Rechte, für die wir eintreten, 1789 in Frankreich mit der Französischen Revolution. Das brauchen wir ja eigentlich nur fortsetzen, worauf dann allerdings auch ein berechtigter Einwand aus der Gruppe kam. Ja, aber die sind jetzt über 200 Jahre alt und trotzdem haben wir den Durchbruch eigentlich nicht erzielt. Das heißt, wir werden uns schon hier an der Hausaufgabe stellen müssen, wie wir eine erfolgreiche Umwandlung der Gesellschaft herbeiführen können. Des Weiteren war es so, ich habe am Anfang als Moderator die Frage gestellt, ob man eher dazu neigt, eine Systemwandel herbeiführen zu wollen oder ob auch Mitglieder dabei sind, die also eher in die Richtung gehen, es muss auch mit den Möglichkeiten, dem Politischen funktionieren, alles andere könnte ja vielleicht auch Gründe sind natürlich verschieden, aber einer könnte sein, dass das auch gefährlich werden kann, sich mit einer solchen Staatsmacht anzulegen, um Grundlegendes herbeizuführen. Und was wir von Wendland, Uelzen hineingetragen haben und ganz gerne natürlich auch untergebracht hätten, das ist eine Art Frontstellung, dass man systemimmanent, also systembejahend arbeitet, aber gleichzeitig die Forderung, die Allgemeinforderung so zuspitzt, dass eigentlich das System gesprengt wird durch diese Schritte. Und zwar in einer hoffentlich friedlichen Art und Weise. Das wurde von nicht allen Teilnehmern gut bewunden oder Teilnehmerinnen, weil man eigentlich frisch fröhlich, ohne auf dem weißen Blatt Papier
hätte gerne diskutieren können oder wollen, dass man eben so seine eigenen Ideen einbringt. Das ist nicht ganz einfach gewesen, weil 12 Leute haben 12 verschiedene Ideen. Wärt ihr alle dabei gewesen, dann wären wir wahrscheinlich jetzt noch am Diskutieren, dass jeder wenigstens mal einmal drankommt, um seinen Gedanken zu fassen. Uns ging es ein bisschen ums Methodische, wie man Visionen auch einordnet gegenüber Strategien, Motivation, Mission und so weiter. Das sind alles Fragen, die sehr wichtig sind, um der Bewegung wirklich einen Kern zu geben, der unverwechselbar ist. Aber um es klar zu sagen, der Zeitrahmen ist völlig unzureichend gewesen, funktioniert so nicht und deswegen ist unsere Arbeitsgruppe vielleicht auch nicht für jeden nur ein Vergnügen gewesen, weil man vielleicht da mit seinen Ansichten auch zu kurz gekommen ist, weil man nicht unterzukommen war. Gut, ich persönlich bin trotzdem der Meinung, man muss an solchen Dingen festhalten, muss sie weiterverarbeiten, aber vielleicht auch eine andere Ebene finden. Vielleicht werden wir von Wendland mal einen Artikel lancieren, mit dem sich jeder auseinandersetzen kann, wo klare Begründungen drinstehen, warum wir so arbeiten und nicht anders, aber dass wir auch offen sind für andere Ideen, denn das steht von Anfang an fest. So, jetzt habe ich viel zu lang gesprochen, 3 Minuten sind schwer deswegen halte ich jetzt einfach mal einen Bund. Würdet ihr noch gerne Fragen oder Statements dazu abgeben, insbesondere auch zu unserer Gruppe, falls ihr meint, dass das nicht genügend wiedergegeben ist? Aber ich habe gar nicht verstanden, ihr wolltet eure Vision und so weiter vorstellen, wie konkret das, oder habe ich falsch verstanden? Ja. Ich habe überhaupt kein Ziel gesehen hier. Sie müssen sagen, das wirst du aber nicht von mir reden, und was sind die Wege, mit denen man dahin geht? Genau, das ist unser Thema, das war mein Anliegen, das einzubringen. Das ist allerdings nicht nur auf fruchtbarem Boden gestoßen. Also wir waren da als Gruppe gespalten. Es gab diejenigen, die das eigentlich interessant fanden und wir hätten gerne mehr davon gehört. Und es gab die anderen, die sagen, ja, wir müssen doch hier auch unsere Vision machen. Ich kann das gerne nachholen, aber dann brauche ich ein bisschen mehr. Also wenn ihr die Zeit für 10 Charts habt, dann kann ich dir sagen, was die Vision zumindest von Wendland ist. Okay? Darf man. 1, 2? Nee. Der nimmt doch was her. Ja, nee, nimm das. Ich hab's so. Nee. 1, 2. Ich darf das vielleicht noch kurz ergänzen. Also einen erheblichen Rahmen hat dann angenommen, dass Gero so referatsartig die Vorstellung der Gruppe Wendland-Uelzen dargelegt hat. Und ein erheblicher Teil der Gruppe, unter anderem ich auch, war der Auffassung, dass das dann wenig nur mit Moderation zu tun hat, sondern im Prinzip damit, also hier die Vorstellung der Gruppe Uelzen-Wendland darzustellen, insbesondere die Einführung einer, verbessere mich bitte, wenn ich was falsch sage, Bundesversammlung, ne, wo alle Bürger sich einbringen können. Ja, das hast du aber falsch verstanden. 40 Millionen wollten wir nicht unter ein Dach. Naja, eigentlich sollte eine neue Institution eingerichtet werden. Da müsste das Grund entsprechend geändert werden. Und die Gruppe war dann der Auffassung, dass wir uns in der kurzen Zeit nicht mit den programmatischen Vorstellungen der Gruppe Wendland zu beschäftigen wollen, sondern mit anderen Dingen. Dazu ist etwas Zeit aufgegangen. Wir haben, das ist richtig, was du sagtest, wir haben das auch nicht anders zu erwarten, also noch nicht die knackige Aufstehen-Vision erfunden, die wir euch also hier präsentieren können. Ein Beitrag, den ich ganz interessant fand, war von einer Kollegin, die sagte, im Hinblick auf die Situation klimamäßig, umweltmäßig, könnte man doch, es gibt doch Notstandsgesetze im Grundgesetz, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das so genau entsteht, und man könnte doch mal den... Das ist der Ausnahmezustand, wo das Parlament ausgeschaltet ist. Jedenfalls könnte man noch mal den klimatischen Notstand aufrufen, sozusagen. Das war auch so eine Idee, die hat ausdiskutiert, jetzt geht da einfach auf die Zeit. Das heißt, sorry, aber wir können euch keine Vision vorstellen, auf die wir uns geachtet haben. Auch damit muss man leben, das war trotzdem interessant, das war von meiner Seite als Ergänzung. Ja, aber heißt das Thema gestorben oder? Aber auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also um dir klar zu sagen, dieser. Also
Können wir gemeinsam diskutieren? Also ganz kurz und knackig zu sagen, der programmatische Prozess in Uelzen, der geht seit Januar 2019 in regelmäßigen Diskussionen, ist eine unbändige Arbeit, weil wir natürlich sehr viele Aspekte ausgearbeitet haben. Ich wollte eigentlich nur einen Einblick hier, so eine Kostprobe liefern, aber trotzdem natürlich die Diskussion anderer Positionen zulassen. Das ist ja gar keine Frage, das gehört dazu. Aber das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn ab einem bestimmten Punkt eben auch gesagt wird, wir möchten eigentlich nur eine Moderation haben und möchten eigentlich nicht wissen, was in Uelzen passiert. Diese Positionen wurden schon auch vertreten. So, und irgendwo muss ich mich dann natürlich irgendwo auch sozial zur Gruppe und mit ihr umgehen. Und deswegen kann man auch, selbst wenn wir sehr harmonisch diskutiert hätten, dann wäre es schwierig gewesen, hier natürlich ein gemeinsames Ergebnis rauszuarbeiten. Ein Programm kann man nicht in anderthalb Stunden beschließen. Schon gar nicht für eine ganze Bewegung. Deswegen, wir werden da dranbleiben. Ein Kerngedanke, um das richtig zu stellen, ist in der Tat, dass wir sagen, wir haben eine zerfahrene Situation mit diesem Parlamentarismus. Das Grundgesetz ist in Ordnung, was die Grundrechte betrifft, die müssen wir verteidigen. Aber was die Vertretung des Volkes betrifft, gibt es enorme Schwächen, weil wir wissen es alle, wir müssen es uns nicht gegenseitig sagen, es gibt Lobbyismus, es gibt direkte Kaufmöglichkeiten für das große Kapital, sich seine politische Richtung zu bestimmen, während das Volk da außen vor steht. Und wir haben folgenden Gedanken entwickelt. Der Bundespräsident ist so eine etwas abgesonderte, über das Ganze gestellte Persönlichkeit, aber mit wenig Rechten, wird aber im Volk relativ, also wenn überhaupt Politiker anerkannt werden, dann sind es meistens Bundespräsidenten, weil sie sich natürlich auch ein bisschen unabhängig nicht nur geben, sondern auch das Amt meistens auch so bekleiden. Und wir haben gesagt, warum sollen jetzt wieder die gleichen Parlamentarier, die sich durch den Lobbyismus bewegen lassen, warum sollen die dann den Bundespräsidenten wählen? Und deswegen haben wir die Forderung aufgestellt, die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, sollte eine Versammlung des Volkes sein. Und zwar ohne Parteien, eventuell sogar auf dem Weg, dass sie gar nicht, das würden wir natürlich dem Volk selber überlassen, wie sie das organisieren wollen, ob sie wählen oder ob auch ein Lotterieverfahren käme durchaus in Frage. So haben es ja die alten Griechen gemacht und gar nicht mal so schlecht. Und man wechselt dort und man wird auch wieder abberufen, beziehungsweise man ist das nur für eine begrenzte Zeit, um dann sozusagen, um dieses ganze parlamentarische, dieses reichliegige Machtsystem eine Schutzzone zu machen, die auf diese Akteure aufpasst und auf sie Einfluss nimmt. Und der praktische Bezug, und dann würde ich meinen Beitrag erstmal so als Anreißer schließen, der praktische Bezug für uns heute ist schon der, dass wir sagen, warum sollen wir warten und nur fordern, wir wollen eine Bundesversammlung des Volkes, die dann natürlich eine ständige Einrichtung ist, sondern wir haben gesagt, warum machen wir nicht schon diese Bundesversammlung? Wir brauchen doch nicht den Segen des Staates dazu, sondern wir organisieren uns in dieser Form und fordern auf allen möglichen Ebenen dann schon das Recht der Stellungnahme der Institution auf das Behördenzentrum. Ja, nochmal als Ergänzung. Erst wieder ist nicht die Arbeitsgruppe, sondern die Gruppe Wendler. Gerne beantragen, die Debatte zu beenden, weil ich denke, dass uns das zu Genüge jetzt gehört haben. Nein, das ist auch nicht geeignet. Okay. Da muss man vorbereitet sein. Ne? Ja, also ich würde einfach sagen, für die Zukunft, wenn die Gruppen hier vorstellen, wenn jemand Zwischenfragen hat, zum Mikrofon gehen, dann sieht derjenige, der vorstellt, da möchte jemand was sagen und dann kann der Gelegenheit einbauen. Ja, ist doch. Dann steht hier eine Schlange. Dann sieht derjenige das Interesse. Da brauche ich auch nicht Mikrofon, wir haben da zwei. Okay. Gut, ich war nicht dran, habe zur Geschäftsordnung wohl gestellt. Dann haben wir diese Gruppe ein bisschen schneller abgehandelt. Dann kommt als nächste Gruppe die Gruppe Frieden. War es, glaube ich?
Ja, ja. Gut, also ich habe nicht viel zu sagen. Wir hatten eifrig diskutiert, 8 Leute. Und ich habe trotzdem eigentlich nachher auch mein eigenes Stichwort wieder aufgeschrieben: Ohne Frieden ist alles nichts. Wir haben dann Aspekte, also ein Aspekt war, dass wir das argumentiert haben, dass Leserbriefe doch was bringen könnten, weil Jürgen Fürgenhöfer letztlich gesagt hatte, die würden eine ganze Menge bringen, wenn man nur genügend schreibt. Da müsste man vielleicht überlegen, ob man das vielleicht so ein bisschen organisiert, dass irgendwelche interessanten Artikel rausgeschrieben werden und kopiert werden, rumgeschickt werden und an Leute geschickt werden, die bereit sind, solche Leserbriefe zu schreiben. Denn er meinte, es würden 50 Leserbriefe würden eine ganze Menge bewirken bei einer großen Zeitung. Also von daher wäre das vielleicht ganz interessant. Ansonsten Vernetzung zentraler Aktionen, was dran liegen, wir haben gesagt, als Aufstehbewegung können wir nicht so viel bewegen, natürlich müssen wir uns mit allen möglichen Leuten zusammenschließen und wir müssen halt auch andere Leute, zum Beispiel wurde gesagt, bei der FFF, bei der Friday for Future Bewegung kann man mitmachen, aber man kann ja nur ganz unauffällig sozusagen seinen Sticker dran haben, dass man sozusagen dezent darauf hinweist, dass man zur Aufstehen gehört. Die Gruppe überlebt. Es hieß dann, wir sind alle noch für den Frieden. Das war das Ergebnis der Diskussion. Ich würde noch bitten, ob irgendjemand anderes von unserer Gruppe noch vielleicht irgendwelche Beiträge hat, weil mir wenig einfällt. Ja. 8 Leute waren da doch. Wo sind wir denn? Ja, das ist ein Entscheidender. War es das, Michael? Ja. Ja? Okay. Yes. Ja, vielen Dank. Ja, das geht ein bisschen zu schnell. Gibt es aus dem Publikum noch Fragen zu dem Thema? Habe ich ja richtig verstanden, dass diese Leserbriefe in Zeitungen und so weiter veröffentlicht werden sollten? Ja, natürlich, ja. Ja, meine Frage ist aber auch allgemein hinsichtlich dieser Bewegung. Ich habe auch in unserer Arbeitsgruppe auch gesprochen. Ich finde, dass um überhaupt diese Bewegung richtig publik zu machen, dann müssen alle unsere Energie hier einfließen und nicht irgendwelche Zeitungen, das habe ich nicht dagegen. Also ich wäre davor, dass diese Leserbriefe in Aufstehenbewegungen, beispielsweise Facebook oder ganze Medien, YouTube und so weiter, dass dort veröffentlicht wird, dort geschrieben wird, damit die Menschen sehen, wo kommt das her. Ja. Also dass allgemein alle unsere Energie so in die Richtung fließen und die sozialen Medien als sehr günstige Gelegenheit zu nutzen, um unsere Idee weiter fortzusetzen. Also meine Idee war, dass man jetzt ein bisschen einen Unterschied macht zwischen den traditionellen Medien. Sozusagen hier im Moment werden ja noch über 50% durch traditionelle Braunschweiger Zeitung zum Beispiel lesen relativ viele Leute, immer noch 50% der Leute lesen die Braunschweiger Zeitung. Also von daher dachte ich eben, die Leserbriefe dachte ich an diese Leute. Die anderen Leute, die sozusagen die neuen Medien konsumieren, das ist eine andere Gruppe. Und die ist jetzt halt durch Riese gut angesprochen worden und da müssen wir halt versuchen, da in der Richtung über das Facebook und so weiter, müssen wir halt versuchen, auch in dieser Richtung rechtlich aktiv zu werden. Aber das ist eine andere Gruppe. Also die traditionellen Medien, das sind sozusagen die Leute, die durch die Medien rechtlich verdummt worden sind. Natürlich bei den neuen Medien sind auch eine Menge Leute, die verdummt werden, aber es sind auch schon auch mehr Leute, die halt auch schon durchblicken oder die mehr Sachen lesen, mehr Sachen und so weiter. Also von daher, ich denke, dass man da Doppelstrategie und Dreifachstrategie und man muss auch zum Beispiel das in Braunschweig machen, diese einmal pro Jahr, diese Veranstaltung für Manifest von Rassismus einstellen und so weiter. Wir brauchen eben verschiedene Wege, wie wir vorangehen und wir müssen das nicht alleine machen, wir dürfen das nicht als Aufstehbewegung machen, da sind wir zu schwach,
sondern wir sollten das mit anderen Leuten gemeinsam machen, natürlich. Würde ich vorschlagen. Darf ich da kurz was sagen? Was das Thema betrifft, da würde ich auch mal sagen, im Hauptbereich der Anwalt regelmäßig Stand für Informationen und so, der kommt sehr gut ein. Und es wäre nicht verkehrt, wenn man für Aufstehen zumindest in den Städten so Informationsstände hat, damit auch die Leute, die kein Internet haben und damit nicht umgehen können, uns auch mal findet und dass die Leute auch mal zu bestimmten Veranstaltungen, wo man zusammensitzt, hinfinden. Ich denke mal, da liefern wir auch eine ganze Menge, wenn man zum Beispiel sich in der Nähe von Arbeitsämtern oder so aufhält. Hm? Okay. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen ergänzen. Also wir haben nicht nur Leserbriefe gesprochen, sondern auch darüber, sich als Aufstehen in bestimmten schon bestehenden Organisationen zu engagieren. In der Leserbriefe zum Beispiel statt, in dem wir den Ostermarsch unterstützt haben und versucht haben, diese sehr enge, etwas aus unserer Sicht etwas sektiererische Art und Weise, den Ostermarsch vorzubereiten, etwas aufzubrechen. Das ist eine längere Arbeit, das etwas in die auch breite Begrüße zu stellen. Die nächsten Aktionen sind geplant für den 1. September. Es geht also nicht nur darum, für uns zu Hause zu sitzen und Leserbriefe zu schreiben, sondern in die Aktion zu kommen und zwar als Aufstehen. Gruppen zu gründen und Sachen zu machen, die den Menschen Spaß machen. Dann werden die Gruppen auch größer und dann kann man Aufstehen Schritt für Schritt in eine vielleicht etwas größere Bewegung verwandeln. Also nicht alles neu erfinden, sondern dahin gehen, wo bereits jede Menge passiert, in die NGOs, zu den Ostermarschbewegungen, zur Friedensbewegung und sich da aktiv als Aufstehen einbringen, ohne diese Organisation zu kapern. Ja, apropos kapern. Ich unterstütze das absolut, was eben gerade gesagt worden ist, beziehungsweise von Helmut, dass man sich da nicht aufdrängt und bestehende. Dass man mit diesen Dingen natürlich auch sensibel umgehen muss, aber ich möchte auch ein bisschen ermutigen. Wir haben in Ölsten Wendland uns an verschiedenen Friedensaktionen beteiligt, auch mit eigenen Gesten und eigenen Aktionsinhalten angeschlossen und untergeordnet. Ja, das war zur Seite. Was ja gar nicht passieren würde. Eins, zwei. Ja, das geht ja nicht so. Endlich habe ich gestimmt. Okay. Also, ich möchte ermutigen, und zwar habe ich die Feststellung gemacht, wenn man tatsächlich respektvoll damit umgeht, kriegt man auch hier und da durchaus die Möglichkeiten, auch Großbotschaften abzugeben. Das ist uns bei einer Friedensgeschichte sehr gut gestern gelungen. Da ging es darum, dass dort ein Mahnmal in Form eines Flüchtlingsboots eröffnet worden ist, mit natürlich der Dekoration all der Verstorbenen, die mit diesem Boot gekentert sind. Das war eine Aktion von Sea-Watch und einiger anderer Flüchtlingsorganisationen. Und wir haben dort einen Kranz niedergelegt und haben auch einen Musikbeitrag dazu angekriegt von uns. Und ich hatte dann danach gebeten, ob wir auch eine Grußbotschaft sprechen. Das wurde total begrüßt und sagen, Mensch, das ist doch toll, dass ihr hier seid und so weiter. Und wir hatten dadurch die Möglichkeit, auf unsere Themen auch hinzuweisen, dass Flüchtlingspolitik auch was mit der Weltlage zu tun hat, brauche ich euch jetzt nicht zu erklären. Und das wurde dankend angenommen. Das gleiche gilt im Übrigen für Friday for Future. Auch dort bei den Demonstrationen wurde uns zuerkannt, wir können gerne dort sprechen, das ist kein Problem, solange wie man nicht gegen andere Organisationen ansteht oder was weiß ich, Wahlkampf macht, das möchten sie dort natürlich nicht haben, aber das kann ja bei uns gar nicht passieren, weil wir machen ja nicht eine Wahl. Aber das ist wichtig. Ja. Okay. Ja. So, dann wäre die,
Tages dran, Edgar. Ja. Ja, ich habe den Auftrag bekommen von unserer AG zu berichten. Und zwar, vorhin ist dieses Stichwort hier gegeben worden, System sprengen. Ja, das ist ein guter Ansatz. Also das System bedeutet nämlich im Moment, dass Erwerbslose gegen Erwerbstätige ausgespielt werden, als wenn das die größte Konkurrenz in unserer Gesellschaft wäre. Dabei gibt es Menschen, die haben ein Interesse am Existenzminimum, das mindestens für ihr Leben zu haben und dass das möglichst hoch bemessen ist. Und es gibt Menschen, die haben ein Interesse daran, dass das möglichst niedrig ist, damit sie möglichst große Gewinne darüber abschöpfen können. Also es ist dann deutlich geworden, in Bezug auf die drei Forderungen, von denen wir ausgegangen sind, also 5% Vermögenssteuer, höhere Grundfreibetrag der Einkommenssteuer, und 12 Euro Mindestlohn, in Bezug auf diese Forderungen dann doch nochmal zu betrachten, dass das Existenzminimum von Erwerbslosen, dass das in unserer Gesellschaft massiv verletzt wird, viel zu niedrig angesetzt ist, weil es saßen in unserer Runde sehr, sehr viele Menschen, die am eigenen Leib das spüren, was es bedeutet, dass in unserer Gesellschaft das Existenzminimum zu niedrig angesetzt ist, oder die mindestens Leute kennen, die darunter leiden, weil sie sie zu Ämtern begleiten und so weiter. Also dass das für einen potenziellen Aufruf oder für einen Infoflyer, der landesweit bei Aktionen Einsatz finden könnte, dass da diese Grundlage, was ist denn das Existenzminimum, wofür braucht man das und in welcher Höhe müsste das sein, dass das klar dargestellt ist, auch in gewissen Details. Was bedeutet es, wenn Hartz IV Mangelernährung bedeutet? Oder wie können wir so mit Sicherheit sagen, dass bei Hartz IV systematisch Mangelernährung angelegt ist? So. Und darüber hatten wir halt eine Menge gesprochen, was bedeutet Erwerbslosigkeit und was für destruktive Kraft ist das, die Hartz IV in unserer Gesellschaft entfaltet und auf alle anderen ja auch einwirkt. Diese Angst vor Hartz IV, auch auf die Erwerbstätigen. Und davon ausgehend haben wir dann auch nochmal festgestellt, dass es wichtig ist, diesen Begriff von schädlichem Reichtum nicht wieder unter den Tisch fallen zu lassen, sondern ihn auch in einem potenziellen Aufruf, der noch zu entwickeln wäre, oder in einem Infoblatt für den Aktionstag, dass dieser Begriff schädlicher Reichtum, dass wir den wirklich auch prägen sollten. Weil es gibt diesen schädlichen Reichtum der Leute, die gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, die das in irgendwelchen Kapitalanlagegesellschaften anlegen, BlackRock und so weiter, diese Superreichen, die uns das Leben zur Hölle machen in allen Lebensbereichen, bei der Wohnung, bei Krankenhäusern, auch bei der Rüstungsindustrie, ja, dass sich das Kapital sich auch vermehren muss, sonst stirbt da irgendwer oder so. Ich weiß es nicht, was passiert, wenn Kapital sich nicht vermehrt, obwohl man das so viel in seiner Hand hat. Das muss ja ein unglaubliches Drama sein, wenn man sich so versetzt in eine Frau Platten oder so. Okay, also wir haben uns eigentlich schon darauf geeinigt, dass es toll wäre, wenn wir als AG ein Angebot für alle Ortsgruppen oder Einzelpersonen und so weiter entwickeln, aufgehängt an diesen drei Forderungen. An der Forderung nach einer massiven Besteuerung von diesem schädlichen Reichtum, aufgehängt oder konkretisiert mit 5% Vermögenssteuer, vielleicht auch noch progressiv gestaltet. Auch der DGB hat ja zum Beispiel ein Konzept. Er fängt bei 1% an und ab einer Milliarde soll man 2% zahlen. Dabei kommen 25 Milliarden rum und Lohnsteuer in Deutschland pro Jahr sind über 200 Milliarden und Mehrwertsteuer auch über 200 Milliarden. Was soll man mit 25 Milliarden, die neu geschöpft werden,
die neu entwickelt werden als eine neue Steuerform. Was soll da umgeschoben werden in dem ganzen Steueraufkommen und wie die öffentlichen Kassen finanziert oder auch ausgetrocknet sind? Also im Moment sind sie ausgetrocknet. Obwohl viel zu viel für die Lohnsteuer bezahlt wird, viel zu viel Mehrwertsteuer die gesamte Bevölkerung zahlt. Ja, so ein Angebot wollen wir entwickeln, aufgehängt an dem Begriff Existenzminimum und schädlicher Reichtum. Und offen ist noch, auf was für einen gesetzlichen Mindestlohn wir kommen. Es gibt ja diese konkrete Kampagne aus der Bewegung, von verschiedenen Organisationen getragen, für 12 Euro Mindestlohn sofort, nicht irgendwann, sondern sofort, weil das sagen ja jetzt auch alle möglichen Leute, dass das eigentlich notwendig wäre, kurze Zeit nachdem 1919 beschlossen worden sind. Aber trotzdem, das ist noch offen, ob wir wirklich dann einen 12 Euro Mindestlohn das formulieren sollten. Oder ob das eine höhere Forderung sein muss. Darf ich noch was ergänzen aus unserer Arbeitsgruppe? Es ist noch eine Wortmeldung, die kommt noch nach dem Beispiel. Ne? Ja. Ich habe vor 10, 12 Jahren die Idee gehabt, eine Vermögensuhr vorzustellen. Und die Vermögensuhr ist quasi das Gegenstück zur Schuldenuhr vom Bund der Steuerzahler. Die Werte, die von der Schuldenuhr vom Bund der Steuerzahler angezeigt werden, beziehen sich nur auf die Schulden der öffentlichen Hand. Es gibt aber natürlich auch noch Schulden der freien Wirtschaft, der Unternehmer und auch der privaten Haushalte. Wenn man diese drei Schuldenbereiche, öffentliche Hand, freie Wirtschaft und private Haushalte, zusammenaddiert, alle Schulden zusammen, ergeben exakt unser gesamtes Geldvermögen. Wir haben ein zinsbasiertes Geldsystem. Wir zahlen fortlaufend Zinsen. Wenn wir ein Brot kaufen bei Bäcker für 3 Euro, bezahlen wir mit dem Preis regelmäßig ungefähr ein Drittel an Schuldzinsen. Die Schuldzinsen, die stecken in den Preis drin, zahlen wir immer mit, egal was wir kaufen. Ein Drittel des Preises ist immer Schuldzinsen. Die bezahlen wir und die fließen immer auch zunächst aus der Realwirtschaft ab. Und die müssen natürlich immer zurückgeführt werden in die Realwirtschaft. Wenn das nicht passiert, haben wir ruckzuck eine Deflation. Das ist immer die große Sorge der Politiker. Und das Geldvermögen insgesamt und in dem Geldfeld unten die Staatsverschuldung. Diese Staatsverschuldung, das ist das, was der Bund der Steuerzahler immer anzeigt und immer gewettert hat, wir verschulden uns zu sehr. Unterschlagen wird vom Bund der Steuerzahler immer das gesamte Geldvermögen. Und würden wir theoretisch alle Schulden tilgen, dann hätten wir gar kein Geld mehr. Weil unser gesamtes Geld besteht aus Schulden. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist so. Ich kann hier nochmal so ein Schaubild zeigen, kann das auch gerne mal rumreichen. Unter der roten, waagerechten Linie. Das ist so in etwa unsere Realwirtschaft. Und man kann aber erkennen, dass oberhalb der Trennlinie, der roten Linie, sehr viel Geldvermögen vorhanden ist. Und das ist dann quasi der Finanzmarkt. Die Gelder in den Finanzmärkten. Und würden diese Gelder alle morgen in die Realwirtschaft einfließen, theoretisch, dann hätten wir morgen früh eine gigantische Inflation. Ich glaube nur mal so, als kurzer Abriss. Malte hat
Diese Vermögensuhren, die könnten wir natürlich auch benutzen als Weckruf in der Öffentlichkeit, auch im Winter halt, ja, mit dem Beamer an der Fassade vom Finanzministerium oder so, und damit deutlich machen, dass die schwarze Null absoluter Quatsch ist. Danke. Hallo, mein Name ist Malte. Ich habe heute eine verdammte große Menge verdammt guter Beiträge gehört. Nur spüre ich halt auch, wie dieser Saal hier extrem leer ist. Trotz der Frustration möchte ich mal die Menschen daran erinnern, die hier sind, wieso wir zusammengekommen sind. Wir sind allesamt massiv unzufrieden damit, wie es gerade läuft. Wir haben alle verschiedene Meinungen, so muss es laufen, so muss es. Das ist ja auch wichtig. Aber wir sollten bei allen nicht vergessen, was uns vereint. Vereint tut uns im Prinzip der Kerngedanke, dass das, wie es gerade läuft, scheiße ist. So, sei es das Sozialsystem, wo wir eine Arbeitsgruppe hatten, sei es eine Friedensgruppe, die wir gerade gehabt haben, sei es die Visionszukunft, die wir gehabt hatten, oder. Wir haben so viele Ideen. Leute, nur auf welchen Konsens einigen wir uns? Momentan habe ich das Gefühl, dass Aufstehen eher wie jede Menge kleine Boote ist, die auf dem Meer herumtauchen, aber keine Ahnung haben, auf welchen Leuchtturm sie zusteuern sollen, auf welche Vision sie hinarbeiten sollen. Ich finde, wir sollten uns darum Gedanken machen, in welche Richtung wir steuern wollen. Danke. Ich wollte auf alle Fälle noch eine Ergänzung machen, und zwar dahingehend. Eins der Hauptprobleme, die wir im Moment haben, ist die Situation, Wohnsituation, bezahlbaren Wohnraum und so weiter. Der müsste mit eingearbeitet werden bei den Forderungen im Zusammenhang mit Soziales, weil meiner Meinung nach kann man hier auch dran erklären, wo es dann hapert. In Osnabrück hat es jetzt am letzten Sonntag einen Bürgerentscheid gegeben über die Errichtung bezahlbaren Wohnraum über eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Ja, jetzt habe ich gesagt, es gibt auch eine Initiative, ja, wir müssen mal vom Arbeitsamt Stamm machen. Ja, hat sich keiner bereit erklärt. Weder Grüne, SPD, Jungsozialisten und alle möglichen habe ich gefragt, wir müssen doch da einen Stand machen, wir müssen Leute informieren. So, kann aber nichts. Dann habe ich mir andere Leute besorgt, dann haben wir vier Tage vor dem Bürgerentscheid fünf Plakate ins Arbeitsamt rumgehängt. In der Initiative habe ich auch gesagt, wenn wir jetzt von Aufstehen Hartz-IV-Thema haben, Mindestlohn bzw. höheren Grund pro Tag auf 600 Euro. Da müssen wir aber so konsequent sein, weil das Thema schon fast vorbei ist, hat viel mit 15 Jahre lang, dass wir konsequent vom Arbeitsamt Stelle machen, möglicherweise, wenn es geht, vielleicht einmal im Monat. So, wenn wir das nicht machen, dann machen wir genau das, was die anderen Parteien falsch machen. Also wie zum Beispiel die Linke in Osnabrück hat mehrere Wahlkämpfe nicht für nötig gefunden, dass ein Plakat vor das Arbeitsamt kommt. So, genau, da können wir, glaube ich, muss glaube ich Schluss machen, vielleicht kann ich hier nochmal, aber das wäre für mich wichtig, wir müssen auch zwei, drei Themen haben, die im Moment aktuell sind, wo alle Leute darüber reden. Die müssen wir nach vorne bringen. Okay, danke. Laut. Also in der Zusammenhang mit unserer Gruppe Soziales und Steuer, was ganz wichtig ist für mich, Arbeit oder Arbeit haben, das gehört zu den Grundrechten der Menschheit. Das heißt, ein großer Teil der Arbeitnehmer in Deutschland werden dadurch enteignet. Und
da muss man ansetzen. Das heißt, man muss wirklich diesen Begriff in der Gesellschaft finden, dass das mit jeder Arbeitslose ist ein Grundrecht der Mensch, was in den Grund, dass das steht, in den Verfassungen steht, damit auch verletzt wird. Ja. Also das muss man sich klar machen. Wie kann ein System über meine Produktivität entscheiden, ob ich Arbeit haben darf oder nicht darf? Und vor allem die Resonanz, wenn jemand arbeitslos ist, was alles damit gebunden ist, mit Psycho, mit alles, was darunter geht. Deswegen, also ich bin davon, dass von Enteignung der Rechte der Menschen, die arbeitslos sind, auch muss in der Zusammenhang gehen, wo reinfließt. Also der Ansatz, den der Herr vorhin gesagt hat, mein Name ist Thorsten Bock, den Ansatz, den der Herr vorhin gesagt hat, dass man sich wirklich öffentlich präsentieren soll und das auch vor Arbeitsämtern und so weiter und so fort mit den sozialen Themen, die den Leuten unter den Fingernägeln bringen, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, um Leute hinter uns zu kriegen und irgendwie sollte man zusehen, dass man die Leute, auch wenn sie nicht gehen können, irgendwie so ein bisschen mit einbindet, damit sie selber Vertrauen dazu kriegen, mitzuwirken oder andere Leute mit anholen und so. Ich glaube, wenn wir es richtig machen, kommen wir vorwärts. Und man muss vernünftig das Ganze machen. Und ich wollte vorhin nochmal vorschlagen, wenn wir das nächste Mal sowas machen, sollte man im Vorhinein für die einzelnen Gruppen schon mal so ein bisschen auflisten, was man macht, damit nicht alles durcheinander geht während der Besprechung. Ja, also ich denke, wir hatten in der AG über einige Punkte gesprochen, die sind jetzt auch nochmal so ergänzt worden. Auch, dass man zum Beispiel vor Jobcentern stehen sollte. Und all das sollte in so einen Aufruf auch reinkommen. Und ich fände es aber gut, wenn die gesamte Versammlung auch uns als AG sozusagen den Auftrag geben würde, dass wir eine entsprechende Aktion vorbereiten sollen. Dass an diesen Eckpunkten, die vorhin auch genannt worden sind, von denen ausgehend ein entsprechender Aufruf geschrieben wird, ein Infoblatt, wo drin steht, heute stehen wir vor Jobcentern, auf Marktplätzen und so weiter. Wir wollen da auch aufmerksam machen und wir haben diese und jene, also diese Forderungen, die tatsächlich etwas in unserer Gesellschaft verändern würden, eigentlich überfällig sind und wir wollen dafür dann auch einen größeren Teil der Bevölkerung gewinnen, indem wir einfach den Mut haben, diese Forderungen dann auch gemeinsam in die Öffentlichkeit zu tragen. Das fände ich gut, wenn wir da einen Auftrag bekommen würden dafür, damit dann auch klar ist, dass es demokratisch legitimiert ist, dass das dann auch an alle Adressen in Niedersachsen geschieht wird. Nicht nur an die einzelnen Ortsgruppen. Bitte? Mach einfach, du brauchst keine Liga. Nein, ja, aber es gibt einen großen Verteiler von 8000 Adressen und ich meine, ich fände auch wichtig, dass da ein Aufruf gegen den Krieg, gegen den Iran zum Beispiel, drüber verschickt wird. Andere fänden was anderes wichtig, das könnte schnell inflationieren, deswegen brauchen wir da schon der Akklamation auch so ein Okay dafür, denke ich. Ja, also als nächstes ist dann jetzt, wenn kein Wortmeldung mehr sind, ich glaube nicht. War das jetzt eine mündliche Geschichte? War das eine Abstimmung gerade? Ja, also ich habe ja nicht eine Abstimmung getragen. Ja, deswegen. Er hat ja eine Forderung gestellt, dass man die mal eine Abstimmung machen sollte. Und dann sollte man die machen. Schöne Vorschlag. Also die drei Forderungen, die er jetzt gestellt hat, würde ich bitten, zu ergänzen, um ein Ding bezahlbarer Wohnraum
Dann gehe ich noch dazu als Viertes. Bitte? Es geht als Viertes noch. Als Viertes. Thema bezahlbarer Wohnraum und so weiter und so fort. Also diese Problematik mit dazu, weil die im Moment mit am wenigsten ist und wo die Leute auch am meisten über diskutieren. Ja, das ist ja ein Teil dessen, was finanziert werden muss. Was finanziert werden muss durch die entsprechende Besteuerung von Reichtum, statt dass die Reichen die Wohnungen besitzen und uns das Leben zur Hölle machen. Ja, okay, aber es wäre nett, wenn wir das als viertes Ding noch einführen. Ja, genau. Ja. Gut, ich würde vorschlagen, dass der Edgar sozusagen in Auftrag bekommt, die Sachen zu formulieren und dann laufen die. Und dann würden wir einen abstimmen, ob wir diese vier Forderungen, ob wir da zustimmen. Können wir das jetzt machen? Ja, dafür? Ja. Gut, überwiegende Mehrheit. Und wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Kann? Einer ist dagegen? Okay. Einer dagegen? Wer enthält sich? Eins. Zwei enthalten sich. Dann bei einer Gegenstimme, zwei Enthaltungen, eindeutige, also Mehrheit, deutliche Mehrheit. Ja. Wir können das ja mal inzwischen verbrechen, wir sind zu den Händen hoch und wir können jeder sagen, was schließen ist. Ist doch okay. Edgar hat jetzt den Auftrag sozusagen, das zu formulieren und das wird dann über die Zentrale, das schicken wir dann rum. Ja. Also kurz ergänzend, wir haben Adressen gesammelt in der AG und wer dann noch zusätzlich mitmachen will, obwohl er jetzt nicht zufällig in der AG war, soll dann einfach sich melden und die Adresse wird dann... Ja, wir bitten auch einer beziehungsweise der Nachfolger, der sich ja vorhin vorgestellt hat, du bist das ja sozusagen erst dann über den Verteiler zu schicken, über die 8000 Leute. Steve Berger, der dunkle Mensch da. Ja, dunkel und böse. Gut, dann haben wir schon mal etwas angeleiert, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird. Als nächstes wäre dann die Umweltgruppe dran. Die beiden macht das. Also erstmal vielen Dank. Vielen Dank, dass so viel schon zusammengekommen ist. Es fehlt noch ein bisschen was, also wenn noch ein paar Euro über, aber erstmal im Vordergrund steht der Dank, dass so viel zusammengekommen ist. Es gibt auch ein paar, die haben gesagt, ich denke noch, ist das noch nicht reicht, es reicht noch nicht ganz. Es ist auch die Kritik gekommen, der Raum hätte kleiner sein können, das ist ja auch das Geld ausgegeben. Aber es war halt so, als der Raum angemietet wurde, war nicht klar, wie viel Anmeldung es geben wird. Von daher ist die Kritik so gesehen berechtigt, aber war schwierig, es anders zu machen, weil man wusste es ja damals noch nicht, wie viel Anmeldung es dann geben wird. Ja, soweit erstmal dazu. Natürlich haben wir jetzt mal doppelt. Wie viel Geld fehlt denn noch? Ich muss mal gerade gucken, ich glaube so 60 Euro fehlen noch. Aber es ist auch viele ganz Spendale gewesen. Also es ist ganz toll, dass so viel schon zusammengekommen ist. 60 von wie viel? Von 350 kostet der Saal. Und ein bisschen was, aber nicht so viel. Ganz vielen Dank. Super. So, jetzt komme ich zum Bericht der Arbeitsgruppe Umwelt. Ich habe mir dann dieses Papier hingehängt, damit ich da noch ein paar Stichworte aufschreiben kann. Also erstmal, wir haben also sehr gut in dieser Gruppe von nur 5 Personen gearbeitet. Wir haben es alle hinterher sehr interessant gefunden, was gewesen ist. Erstmal haben wir die verschiedenen Zugänge. Dankeschön. Wir haben hier die verschiedenen Zugänge, die wir so persönlich zu dem Thema haben, zusammengetragen und haben dann daraus entwickelt, als keine neue Erkenntnis, dass die Themen eben zusammengehören. Also wir werden nicht das Thema Umwelt alleine lösen. Ich sage mal ein paar Beispiele. Wenn wir jetzt eine CO2-Steuer erheben, dann führt das dazu, dass die kein Geld haben, eben das nicht mehr. Weniger Auto fahren oder fliegen dürfen, wenn wir eine Flugsteuer nehmen und
die Reichen fliegen dann aber genauso viel wie vorher. Das wird nicht viel bringen. Das heißt, wir müssen quasi mehr zum Beispiel Zertifikate. Jeder darf einmal im Jahr oder jedes zweite Jahr oder so einmal fliegen. Also man muss sozusagen, wenn man das Fliegen begrenzen will und das über die soziale Frage nicht bedenkt, dann heißt das nur, die viel Geld haben, fliegen munter weiter und die Umwelt geht weiter kaputt, aber die, die das Geld nicht haben, können nicht mehr hin oder fliegen. Und nicht mal mehr alle 5 Jahre einmal. Also es muss sozusagen eine andere Steuer geben. Oder wir hatten das Beispiel bei der Energie. Wenn man das hinkriegen würde, sieht das auch anderswo, dass praktisch jeder kann für seine Heizung und Verbrauch erstmal einen bestimmten Sockel an Energie billig verbrauchen, aber wenn er dann viel mehr verbraucht, weil er vielleicht einen riesen Haushalt oder einen Swimmingpool noch heizen will oder so, dann muss das eben unheimlich teuer werden, damit da praktisch dann dieser Mehrverbrauch, dieser unnütze oder nicht so notwendige Mehrverbrauch verursacht wird. Also das heißt, ich wollte darauf hinaus, dass man muss sozusagen die Fragen zusammendenken und deswegen bei Thema Frieden drängt sich das natürlich auch auf, dass man Umwelt nicht alleine als Thema haben kann, wenn man nicht gleichzeitig für Abrüstung und Frieden sorgt, dann auf der Seite durch die Kriege die Umwelt wieder zerstört wird. Also man muss die Themen zusammenbringen. Deswegen der erste Punkt. Das heißt, wir haben da schon den ersten Fingerzeig, was Klimakatastrophe bedeutet.
dass zukünftige Generationen noch mehr dieser Themen haben werden, wo sie nur noch mit den Katastrophen, die schon produziert und nicht mehr rückholbar sind, sich befassen müssen. Also das haben wir da auch noch diskutiert und so zum Schluss, dann haben wir gedacht, ja, so kann das eigentlich alles passieren. Das heißt doch, dass die Superreichen eine Fantasie für sich haben müssen, irgendwie noch zu überleben. Die haben wohl, ich sage das jetzt als Fantasie, die Vorstellung, sie finden auf dieser Welt noch irgendwo eine Ecke, wo sie als Superreiche überleben werden. Vielleicht wollen sie sich ein paar Sklaven als Menschen noch anzüchten, die sie dann auch bedienen werden. Also die müssen irgendeine Vorstellung hier haben. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so ganz nur fantasiert, sondern ich weiß nicht, was in den Köpfen der Superreichen vorgeht, warum sie so agieren. Aber irgend so was Abstruses muss es wohl sein. Vielen Dank.
wir jetzt gerne was zum Beitreten haben, dann kommen wir zur nächsten Arbeitsgemeinschaft. Das wäre der Orga. Das trägt dann Jörg vor. Dann gehen wir hier auch mal mit dem Platz noch. Das ist das Richtige. So, ich habe jetzt noch versucht zu formulieren, was wir das ausgedacht haben. Wobei, das ist gar nicht so viel wie ich vorhatte, aber wie das ist, in anderthalb Stunden auch nicht so viel. Und wir hatten auch viel Grund, das ist eigentlich jetzt im Prinzip. Okay, dann machen wir es ganz gerade. So, dann ist auch wesentlich. Ich könnte auch wieder ein, das wollte ich gerade vermeiden. Ich höre mich selber wieder heilend. Gut, also die AG ist grundsätzlich erstmal eigentlich der Meinung, wir brauchen eine Struktur für Niedersachsen. Da gab es überhaupt gar keine Einwendungen oder Zweifel. Darüber hinaus sind wir der Meinung, auch anmutig, dass wir eine Orga-Arbeitsgruppe bilden wollen, die aus Vertretern aus dieser Ortsgruppe besteht, die ein imperatives Mandat haben. Das bedeutet, die sind nicht unabhängig und nur ihrem Gewissen verpflichtet, wie man das von Parlamentariern kennt, sondern sind ihrer Gruppe verpflichtet und dessen, was die Gruppe zu einzelnen Gruppen entschieden hat. Das ist im Prinzip eine basisdemokratische Version dessen, was wir sonst hier in Deutschland haben. Das Recht, einen Vertreter in einer Orga AG zu versenden, haben auch später hinzukommende Gruppen. Heute sind ja nicht sehr viele anwesend gewesen. Wir haben die Hoffnung, dass es noch mehr Gruppen gibt, die ich dann heute nicht hierher geschafft habe, aber das werden wir dann sehen. Sollten sich später noch Gruppen bilden, haben die halt auf jeden Fall das Recht, immer ohne weiteres in dieser Orga AG aufgenommen zu werden. Ich habe da jetzt in Klammern noch hingeschrieben, Gruppe, Begriff, ich habe drei Personen. Das war so ein bisschen Diskussion, dass nicht jeder Einzelne sich zu einer AG erklärt, bei einer Ortsgruppe, um dann da in dieser Orga AG mitwirken zu können. Als vierter Punkt generell ist es jeder Ortsgruppe überlassen, ihre Vertretung selbst zu bestimmen und zu organisieren. Das würde bedeuten, eigentlich wird jeder Ortsgruppe ihre Art und Weise, wie sie Vertreter wählt, ob es einzelne oder auch mehrere sind, ob man eine Abstimmung macht oder sonst irgendwas, wird der Ortsgruppe selbst überlassen. Das heißt, man wirkt gar nicht in die Ortsgruppen und deren Formen demokratischer Strukturen rein. Es geht halt wirklich nur rein um die Landesstruktur. Als fünften Punkt, die Ortsgruppen wollen jetzt konkret innerhalb eines Monats jeweils ihre Vertreter für die Orga AG benennen, die sich dann auch vorläufig konstituieren sollen. Das ist halt der Idealfall, dass wir in einem Monat im Prinzip eine Orga AG haben, die erstmal sich so benennen darf und so auch arbeiten kann. In einem späteren Rahmen, ich kann mir vorstellen, entweder einer weiteren Konferenz oder ähnliches, wird das dann nochmal offiziell abgesegnet. Beziehungsweise, vielleicht gibt es auch vorher schon mal die Ortsgruppen, das nochmal eindeutig bestätigen, dass das der richtige Weg ist, den wir da jetzt vorgeschlagen haben. Als sechsten Punkt, ein Punkt, der etwas kritischer diskutiert war, ist die Frage einer Vereinsgründung gewesen. Das wird teilweise kritisch gesehen, weil man Angst hat, dass dieser Verein entweder zu sehr Selbstständigkeit entwickelt oder mit Personen besetzt ist, die möglicherweise einfach irgendwann mal ausscheiden und dann den Verein sozusagen handlungsunfähig machen. Nichtsdestotrotz hat die Mehrheit der AG darauf hingewiesen, dass es einfach viele sinnvolle Vorzüge hat, einen solchen Verein zu gründen. Ich habe da jetzt nur die Problematik der Haftungsrisiken, die Möglichkeit, Demos einzumelden oder Räumlichkeiten einzumieten genannt. Das sind alles Dinge, die sich da einfacher über einen Verein handhaben lassen als über Privatpersonen. Wir haben das Ganze als Empfehlung ausgesprochen. Das soll erst an die Ortsgruppen getragen werden und dort
quasi wieder dann in die zu Silvio Morgan AG überreicht werden, die dann überlegen sollen, wie sich das Ganze vereinstechnisch regeln lassen könnte. Die Idealvorstellung ist eigentlich nicht ein Verein als eine Organisation eben der niedersächsischen Landesgruppe bestehen zu lassen, sondern im Idealfall mit der Orga AG zu verschmelzen. Sprich, es gibt einen Verein, der aus der Orga AG besteht, also aus den Mitgliedern der Orga AG, dementsprechend können auch Vereinsmitglieder dort wechseln und alle Vereinsaufgaben werden eigentlich automatisch von der Orga AG erfüllt. Auf diese Weise hat der Verein keine Unabhängigkeit von den übrigen Strukturen und kann immer funktionieren, solange halt die Orga AG funktioniert. Wenn die nicht funktioniert, haben wir umgehend keine Gruppe mehr. Das ist dann die Möglichkeit. Das sind die Punkte, die wir besprochen haben. So. Und die Jahrheit würde dazu auch gerne so etwas wie eine Art Abstimmung haben, ob dieser Weg ein akzeptabel ist, ob es hier im Diskussionskreis entsprechend noch kritische Stimmen gibt oder Alternativvorschläge. Das würde ich gerne hier zur Diskussion noch stellen, diese Punkte. Ansonsten würde ich das gerne als Empfehlung abschließen, damit die Ortsgruppen wissen, dass es aus der Punkt hier nicht rauskommt und die müssen sich damit beschäftigen. Das möchte ich hier. Keine Alternativvorschläge oder sonst etwas. Ich würde einfach gerne noch beschreiben, wozu wir als Friedensgruppe, die aus friedensförmigen Leuten besteht, eigentlich eine Orga-Gruppe brauchen. Wir brauchen eigentlich einen Dienstleister, der uns die E-Mail-Adressen, die wir benötigen, um Leute einzuladen, liefert, der uns zentrale Aufrufe, Plakate oder sonst was zur Verfügung, gerne wegen Zahlung zur Verfügung stellt, der uns, falls wir brauchen, mal Informationen über Angebote gibt, und das ist das, was wir benötigen. Ich halte das für unsere Gruppe für ziemlich unrealistisch, dass neben dem, was wir alles machen an Aktionen, auch noch jemand schicken, der auf eine Sitzung einer Orga-Gruppe geht. Ich halte das aus unserer Sicht erstmal, wir haben das noch nicht ausführlich diskutiert, aber ich halte das aus unserer Sicht für völlig überzogen. Und dann
soll darüber abgestimmt werden. Oder wie? Die Ordnung soll darüber abstimmen. Und was gilt für ein Mehrheitsprinzip? Drei Drittel Mehrheit, einstimmig, einfacher Mehrheit. Klaus, du hast noch 20, hinter dir noch eine weitere Wortmeldung. Das freut mich. Also ich habe das verstanden mit den Ortsgruppen. Ich würde gerne mal wissen, wo die Ortsgruppe Hannover ist. Ich kenne die nicht. Vorschlag gemacht, der auch hier von der Gruppe angenommen worden ist,
dass diese Frage in den Ortsgruppen diskutiert wird. Und ob das nun hier abgestimmt wird, wir können nicht für die Ortsgruppen hier abstimmen. Deswegen geht das nicht. Also ich würde dazu auch gerne nochmal eine Stellung nehmen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Schon im Vorfeld zu diesem Kongress hat man darüber diskutiert, ob hier Parallelgruppen und Einzelpersönlichkeiten gemeinsam Beschlüsse für die Organisation Niedersachsen treffen können. Das ist eigentlich eine Unmöglichkeit, sondern wir bestehen und basieren auf unseren Ortsgruppen. Dort finden die Zusammenschlüsse der Menschen statt und nur die können wiederum welche beauftragen, die auf einer anderen Ebene für etwas Größeres die Beschlüsse fassen. Das ist im Übrigen auch so ausgemacht für diesen Kongress. Leider fällt es immer mehr schwer, das in Erinnerung zu rufen, weil durch den Weggang von Rainer Gehl beispielsweise diese Kontinuität ganz offensichtlich nicht mehr da ist, weil beispielsweise die beiden Orga-Teams, die für diese Veranstaltung zuständig sind, auf einmal irgendwann auch nicht mehr miteinander geredet haben. Wobei ich das sehr positiv ausdrücke, wir hätten gerne vom Niedersachsen-Team diese Kommunikation fortgesetzt. Und jetzt hier auf einmal daher zu kommen und zu sagen, jetzt stimmen wir hier mal schnell ab in diesen zufällig zusammengeführten, Versammlung, das ist unmöglich. Die einen haben hunderte Kilometer zu fahren und können gar nicht in dieser Menge da sein und die anderen kommen von um die Ecke in Hannover. So geht das doch nicht. Was ist das für eine sogenannte Basisdemokratie? Das ist nur ein Bescheid, würde ich mal sagen. Also der Kollege tritt ja hier ein bisschen anders auf. Massiv und das macht ja, also wir Göttingen, wir sind ja auch als Personen hier und nicht mandatiert von unserer Ortsgruppe. Die Ortsgruppe, das sind bei uns die Leute, die sich tatsächlich physisch treffen einmal im Monat. Und wir haben zwar auch eine E-Mail-Verteilung, wir haben eine Facebook-Gruppe, aber letzten Endes wird bei uns die Ortsgruppe, das werden diejenigen sein, die sich von Angesicht zu Angesicht treffen werden. Und aus dort werden wir dann darüber sprechen und was entscheiden können. Aber das kann niemand von uns, die wir hier sind, jetzt von vornherein tun. Hallo. Ich finde die Vorschläge, die dort an der Tafel stehen, eigentlich verdammt gut. Jede demokratische Bewegung, egal welche, hat mit einem kleinen Kern angefangen. So, und seien wir mal ehrlich, diejenigen, die wirklich Interesse daran haben, die sitzen heute hier. Und wenn wir jetzt sagen, wir können nichts beschließen, um Gottes Willen, oder kommen die nächsten, nee, wir können ja auch nichts beschließen, sind auch nur so wenige. Wo führt das denn dann hin? Wo enden wir denn dann? In einem kopflosen Haufen. So, was passiert denn die Menschen daran, wenn wir sagen, okay, die schicken denjenigen, der dort gewählt wurde, derjenige wird dann dort hingeschickt. Warum können wir das nicht auf basisdemokratische Art und Weise regeln? So, dann wird gesagt, pass auf. Das ist basisdemokratisches Land. Das ist kein Wahlkörper hier. Ein Wahlkörper besteht immer erst einmal aus einem Kern. So, alle wurden eingeladen, das ist korrekt. Wie viele sitzen denn hier? Wer sitzt hier? Diejenigen, die das meiste Interesse daran haben. Und wir haben dann zumindest. Wir haben uns. Und diejenigen, die Gelegenheit haben. Ja, natürlich. Aber was hindert denn die anderen daran? Wenn wir sagen, haben das beschlossen? Was haltet ihr davon? Lass uns mal die Nächsten. Ich sehe das gut wie mein Vorredner. Ich denke, dass jetzt eine Chance ist, irgendwas demokratisch zu beschließen, weil die Gruppe hier eingeladen worden ist und weil das alle Leute sozusagen präsent sein könnten. Und wenn wir das jetzt auseinanderlaufen, dann zerfasert die Geschichte, dann wird das gar nichts mehr. Also ich denke, das ist eine gute Idee, dass man jetzt erstmal wieder einen Schluss macht. Nicht unbedingt innerhalb von einem Monat, vielleicht ist das ein bisschen, das könnte man als Vorschlag sehen, aber nicht als
verpflichtend sozusagen, aber man sollte eine Vision haben, dass man vielleicht nach 3 Monaten oder sowas nochmal ein Treffen macht und dann könnten die Ortsgruppen Leute beschlossen haben und beschließen. Und man müsste halt uns doch überlegen, ich weiß nicht wie viele, ob 1 oder 2 oder 3 Leute pro Ortsgruppe und so weiter. Also von daher, das ist noch so ein bisschen unklar. Deswegen, da würde ich eigentlich vielleicht noch denken, dass man vielleicht noch dran feilen sollte. Ja, glücklicherweise bin ich 20 Jahre in der Partei gewesen, aber habe da die Funktion großartig gehabt. Und so kann ja nur ein Funktionär denken, wenn ich das dann lese. Ja? Das ist doch vollkommen klar, wenn wir nicht in der Lage sind, uns auf sowas zu einigen. Und frag mal einen drauf auf der Straße, der meint, ob wir nicht ganz hinten. Also von daher wäre vielleicht ein Kompromissvorschlag, dass man sagen könnte, wir machen hier ein Stimmungsbild, wir stimmen dann ab mit dem Stimmungsbild und andererseits geben wir die Sache in der Ortsgruppe und die sollen sich dann innerhalb von 1 Monat, vielleicht aber auch 6 Wochen, und sich dann wieder in vier Jahren melden. Irgendwann wollen wir doch endlich mal auf die Straße und eine gemeinsame Aktion machen. Also wenn wir dafür jetzt wieder so lange brauchen, also von daher wäre meiner Meinung nach der Kompromiss, wir machen jetzt ein Stimmungsbild, gehen das in eine Ortsgruppe und mehr oder weniger spätestens 6 Wochen wäre auch ein Kompromiss, meldet sich die Ortsgruppe, wen sie da hinschicken will und dann ist gut. Und eine Orga-Gruppe mit 20, 30 Leuten geht vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, jeder schickt einen oder eine große, wenn sie weiter macht, 2, aber das tut es auch nicht, dass wir bei sowas Probleme haben. Danke. Ja. Also wenn ich eben gesagt habe, das war nur ein bescheidener Vorschlag, dann meinte ich den Vorschlag von Lars Abel und von Jörg Lending und nicht die Verschärfung von irgendwelchen Nachrednern. Aber im Übrigen sehe ich das so, wie mein Vorredner, wir haben ja auch etwas geschrieben von imperativen Mandat, das bedeutet ja in anderen Worten, dass wenn da jetzt was beschlossen wird, dass das sofort in den Ortsgruppen widerrufen werden kann. Es geht ja nur darum, dass wir jetzt erstmal überhaupt was haben. Also ich muss sagen, es darf einfach den anderen, die zu Hause bleiben mussten, sei es, dass sie arbeiten mussten oder irgendwie anders verhindert sein oder weil der Weg viel zu weit ist, über deren Köpfen hier eine Vereinsbildung abgestimmt wird. Das muss auf jeden Fall erstmal vernünftig ausgeschrieben werden, damit die Leute wissen, aha, da kommt sowas. Und im Grunde rate ich davon ab, einen Verein oder sowas schon gar nicht eingetragen im Verein zu machen. Da kommen nämlich Verpflichtungen, wo dann bestimmte Staatsorgane noch ihre Finger drauf haben. Darum würde ich das lieber als eine Gruppierung sehen, wo jeder herkommen kann, wie er lustig ist, damit auch wirklich die Basis mitmachen kann und nicht nur so ein Kopf, der sich Verein nennt oder Vereins. Also. Aber im Moment geht es nur um die Empfehlung, ist klar. Das stimmt, jetzt geht es nicht um die Vereinsordnung. Na, dann hat hier aber einiges. Wir empfehlen, das steht doch ganz klar da. Aber gesagt wurde hier was anderes. Nee, da steht eine Abstimmung. Wir sind hier eine Truppe, aufstehen, die so im Großen und Ganzen die Welt retten will. Wir diskutieren inhaltlich, kriegen das innerhalb von kurzer Zeit hin, einigen uns dann und dann fangen wir an, uns zu organisieren. Und jetzt ins Wortmeldung, das brauchen wir auf. Ich halte das für eine völlige Überorganisation. Jetzt ohne meine Arbeitsgruppe, nicht aus. Ohne eine Arbeitsgruppe befragt zu haben, würde ich sagen,
Wenn ihr da eine Orga-Gruppe haben wollt, organisiert euch irgendwie. Macht irgendwas. Gebt euch eine Satzung. Macht irgendwas. Und wenn wir euch brauchen können, dann kommen wir zu euch. Und dann könnt ihr uns helfen. Ja, wir eben haben wir noch überlegt, ob, wie lange es uns überhaupt noch gibt. Und dabei wollen wir helfen. Wir leben von den Inhalten, nicht von einer Struktur, die wir uns geben. Und da wird über Ortsgruppen gesprochen, die es überhaupt nicht, das ist ja nur eine gedachte Sache. Eine Ortsgruppe gibt es nicht bei uns in Hannover. Das war einmal in Döhren, kamen alle Leute aus Hannover und dann wurde das als Ortsgruppe verkauft. Ist es nicht. Wir haben einzelne Arbeitsgruppen. Da passiert. Kannst du warten, ich werde nicht mehr. Ich bin auch sofort. Ich finde nur, wir sollten das Ganze ein bisschen tiefer gehen. Wir sind hier keine große Organisation, die eine große Organisationsstruktur braucht. Was war die Frage? Die meisten von euch wissen doch, dass wir noch ungefähr 10 Jahre Zeit haben, oder? Ja, das ist jetzt das Thema Klima. Wir haben ungefähr noch 10 Jahre Zeit. Je weiter weg ist nichts, dann hört man mich nicht mehr. Wir haben jetzt gerade 10 Jahre Zeit. Wie lange gibt es jetzt aufstehen? So, plus, plus. Ein Jahr. Okay, sagen wir mal ein Jahr. Und seit einem Jahr sind wir diskutieren. Und wir streiten uns hier gerade darum, dass Leute, die hier nicht herkommen können, die brauchen ja auch eine Stimme, haben sie doch dann. Die haben doch dann diese Stimme, wenn sie die Möglichkeit haben, mitzustimmen, wer für sie dann mit hierher kommt. So, und wenn wir uns an die Grundregel halten, dass du einem Menschen jedes Mal, jederzeit grundsätzlich deine Stimme entziehen kannst, übrigens die Basis der Rätedemokratie, dass du diesen Menschen grundsätzlich die Stimme dann auch entziehen kannst, hast du dadurch auch die Möglichkeit, dich selbst zu Wort kommen zu lassen. Weil die da oben sind sich einig. Und wir stellen uns hier um den kleinsten Scheiß. Ich finde es super, dass du die Leute mit einbinden möchtest. Jetzt als Beispiel, ich finde es super, dass du die Leute mit einbinden möchtest, die heute keine Zeit haben. Aber Leute, wir müssen auch irgendwann Kante zeigen. Wir müssen auch mal irgendwann eine Organisation finden. Eine Möglichkeit, uns zu organisieren. Ansonsten kann ich euch garantieren, werden wir bei 1 bis 2 oder 3 oder 4 oder 5 Jahren immer noch hier sitzen und dann werden wir deutlich weniger sein als heute. Und in dem Moment, wo wir noch weniger sind, ist doch Feierabend. So, ich habe doch heute schon gesagt, ich kriege bei den Menschen kaum noch ernst nehmen. Die sagen sich, puff, aufstehen, ey, komm, lass mich damit in Ruhe, das ist unsere Organisation, die noch wahrscheinlich mal irgendwann gegründet wurde. Das war's. So. Das ist ein verdammter Vorschlag zu einer Organisation. Eingetragener Verein, ja, nein, vielleicht. Es ist eine Empfehlung für die Ortsgruppe. Was spricht dagegen? Also, ich bin der Meinung, es tut mir leid, dass ich das zu meinem Vorredner sagen muss, man kann nicht zu jedem Thema immer das ganz Große oben drüber setzen. Und wenn du für das bist, dann musst du auch für jeden Detailthese auch mitstehen. Dann so geht das nicht. Also wir müssen schon ein bisschen die Dinge differenzieren, sonst werden wir uns nie hier verständigen können. Punkt Nummer 1 ist, ich empfehle einfach alles ein bisschen pragmatischer und vielleicht auch etwas demütiger zu machen. So ganz nebenbei erfährt man hier, was ich ehrlich gesagt von Anfang an geahnt habe, dass hier dieses Aufstehen in Niedersachsen zwar einige Gruppen enthält, aber auch viele vereinzelte Kämpfer, die zu Gruppen schon hochstilisiert worden sind, als ob Niedersachsen, wer weiß, was für ein großer Zusammenschluss ist. Jetzt stellen wir fest, dass wir hier ziemlich wenige sind und im Laufe dieses Tages nochmal weniger geworden sind. Gut, das kann ja auch vernünftige Gründe dahinter stellen, da will ich mich nicht drüber auslassen. Aber es gibt natürlich auch Vorabsprachen. Und ich glaube, Rainer Gilt gilt zumindest bei euch mehr als bei uns. Und deswegen darf ich mal seine Worte in Erinnerung rufen. Mit Rainer Gilt hatte ich abgesprochen, wir werden uns vehement gegen eine zufällige Ansammlung von Menschen hier zu einem Kongress etwa in irgendeiner Form demokratisch unterwerfen oder sie unterwerfen zu wollen. Das geht überhaupt nicht. Sondern es müssen Organisationen, du kommst schon noch dran, ich spreche nur mal aus. Ne?
Das, es geht schlicht und ergreifend darum, dass das für mich aufstehen und dann spreche ich für meine Gruppe, unvorstellbar ist, dass Menschen in Ortsgruppen sich zusammenschließen, dort auch in Augen miteinander diskutieren, Vertrauen zueinander aufbauen und sich gegenseitig auch konfrontieren in einem demokratischen Prozess. Und deswegen habe ich mit einer gegenseitigen Vereinbarung gekommen. Wenn kommt zu mir, ja, aber das geht ja trotzdem auch, wenn das nein, das geht nicht. Aha. Für mich gilt das nach wie vor, weil es gibt keinen Ersatz für mich und deswegen gilt das, was ausgemacht worden ist. Und das ist eine ganz klare Geschichte, dass eine Delegiertenkonferenz noch im Juni, das war die Absprache, vorbereitet wird und dann natürlich andere mit eingezogen werden. Nein, das kann ich dir nicht sehen. Nein, das stimmt nicht, das ist schrecklich. Interessant. Zeig nur weiter, welche Gesinnung du hast. Soll ich nochmal laut werden? Ja, gerne. Jeder kann hier laut werden. Ja, dann melde ich am Mikrofon, dann kannst du so laut werden, wie du möchtest. Also meine Kinder und alle Männer, oder fast alle, die sagen, die ich zu diesem Thema geäußert habe, will ich mich vorhin auch nochmal was zu sagen. Es waren mir so viele paar Schnipsel ein. Also vor kurzer Zeit haben wir noch gesprochen über Visionen, über Veränderungen, über die Umwelt, über die Katastrophen, die über uns hereinbrechen, wenn man dieses Unternehmen. Und in diesem Punkt ist klein, wo es darum geht, anzufangen, Organisationen und nicht eine zufällige Ansammlung zu strukturieren und Leute sich wirklich Mühe gegeben haben, das in so einem 6-Punkte-Programm zu finden. Da kommt in der Diskussion auch, wo ich wieder ein kleines Stück bin, wo ich denke, also wenn das so weitergeht, dann kann ich auch in so eine Partei arbeiten. Ich finde sie nachvollziehbar und es ist halt eine abschließende Sache, sondern es ist, woran es versteht, der Beginn, diesen Aufruf aufsteht, in einem für die Ortsgruppe oder Kleingruppe oder wie man es nennen will, mögliche Formen zu bringen und einen Weg zu finden, so habe ich euch verständlich gesagt, um Weg zu finden, dann nützlich. Bis hin zu Visionen und Weltrevolution in diese Richtung zu schieben. Danke. Also ich habe schon wieder nicht etwas gesagt. Ich finde, wir sollten jetzt zur Abstimmung kommen, weil der Saal jetzt nicht zu nehmen, dass wir jetzt noch mehrere Stunden diskutieren. Im Grunde sind alle Argumente ausgetauscht. Dann können wir zumindest. Das gibt dir ja dann auch später und überlegt, ob es denn noch etwas Neues zu sagen gibt. Genau, okay. Das wäre mal ein Anfang, damit wir zu Wort kommen. Das ist konstruktiv gemeint. Aber ich werde Redner jetzt nach allem schließen und dann werden wir auch eine entsprechende Abstimmung machen. Also, dieser Vorschlag ist ja auch nur ein vorübergehendes Mittel, um Kommunikation zwischen den Ortsgruppen und untereinander zu stärken. Es ist ja nichts, was endgültig feststeht. Und die Ortsgruppen haben halt innerhalb von einem Monat, ich würde 2 Monate vorschlagen, was halt mein konstruktiver Vorschlag wäre, weil jeder sich jetzt in dieser Zeit trifft und ein Sommer. Team auch noch kommt, weil Schulferien sind, treffen. Ja, und dass dann in dieser Zeit halt in den Ortsgruppen basisdemokratisch über die Personen abstimmt, die halt die Meinung der Ortsgruppe vertritt. Und wenn halt auf Bundesebene die, beziehungsweise auf Landesebene erstmal die Kommunikation vereinfacht, weil alle 50 Personen, die hier im Raum sind, gleichzeitig in einen Hut zu bekommen und gleichzeitig zu Telefonkonferenzen oder Ähnlichem zu bewegen, ist ja auch nicht irgendwie zielführend. Da reden wir uns jetzt gerade nur im Kreis
und geben uns gegenseitig ein Niveau hin, weil irgendwelche Leute persönliche Interpretationen haben, obwohl es auch klar und deutlich steht, dass es eine Empfehlung ist, die Gruppen darüber zu ermutigen, zu diskutieren, ob ein Verein später sinnvoll ist oder nicht, oder die wir uns generell organisieren, und dazu sollen wir halt Personen sein und die halt jeweils die Interessen der Ortsgruppe repräsentieren. Ja, ich muss nichts ergänzen und Abstimmung ist erfolgt von der Vorvorredner vom Schlagwort. Sehr schön. Auch für die Abstimmung. Bloß, ich finde, man sollte das nicht so ausgehen lassen, wie es jetzt scheint. Wie oft man sagte, du hättest das Mikrofon weggenommen. Aber ich als Moderator kann ich ja irgendwo ja meine Rede begrenzen. Ja, ja. Okay. Ja, du kannst es Ihnen ja auch einfach mal geben, aber das ist, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Nee, Rednerliste ist geschlossen. Rednerliste ist geschlossen. Ja, 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 ja. Nee. Nein, ich meine nur, dass man. Man kann diese Abstimmungsergebnisse, das wir heute haben, kann man jederzeit revidieren. Ihr könnt in eurer Hubelei irgendwas. Wie denn? Kommen wir wieder zusammen, um es zu revidieren? Ja, 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 wir können das wieder in den machen. Aber das geht im Juni. Da bin ich auch nicht ganz meiner Meinung. Dass man im Juni jetzt schon etwas vereinbart hätte, was nun auch durchgezogen werden müsste. Man sagt, wir haben ein imperatives Mandat. Dann können wir das auch jederzeit wieder rufen, was da in den Linien stattfinden soll. Ja, wie denn? Wir kommen doch schon wieder in dieser Phase zusammen. Ja, in den Linien stattfinden. Na ja, gut. Ihr könnt per E-Mail kommunizieren. Ihr könnt auch mal den auf der Niedersachsen-Seite debattieren. Da kann man dann schon sehr in Anhängen. Können wir uns mal erklären, was im Juni stattfinden soll? Alle wissen das gar nicht. Genau. Wir müssen ja meinte, dass Rainer sich mit dem Unterhalt. Nur ein Wort noch von mir, finde ich, ist Basisdemokratie nicht nur über Räte organisiert, sondern hat auch was mit aktiven Personen zu tun, die es heute hierher geschafft haben. Ich weiß, es gibt Leute, die haben es nicht geschafft, aber heute hat Aufstehen diese Form. Mehr sind wir zurzeit nicht. Deswegen hat jeder hier eine Stimme. Deswegen sind wir eine Bewegung. Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Uns hier als unwichtig zu erklären oder als beliebige Haufen, finde ich eine ziemliche Frechheit, Gero. Das wollte ich dir nochmal sagen. So, also, um jetzt zu Ende zu kommen, das muss ich einfach nochmal loswerden. Ich hatte jetzt letztens nichts weiter gesagt zu der Sache. Um jetzt am Ende zu kommen, gab es einen intelligenten Vorschlag, wir stimmen darüber ab, ob wir darüber abstimmen wollen. Ja, ich denke, jetzt das Einfachste, ne? Ob wir dieser Empfehlung entsprechen. Könntest du vielleicht nochmal ganz klarstellen, über was wir eigentlich. Genau, das ist mein Problem. Es ist ja. Vollkommen ausreichend, dass wir hier beschließen, diese Vorschläge stellen wir unserer Ortsgruppe vor, die diskutiert darüber. Ja, das ist auch der gute Theorie gewesen. Ich hatte vorhin das Wort auch so benutzt, eine Empfehlung wollte ich gerne haben. Von euch allen persönlich hier, dass wir den nicht gut finden, dass wir die Ortsgruppen dieses da vorwerfen und sie sollen sich damit beschäftigen und darüber abstimmen. Das war mein Anfangsgedanke und ich meine mich auch so formuliert zu haben, bevor das hier quasi ausgeartete. Also insofern wiederhole ich das gerne nochmal. Es gibt die kleine Modifikation, weil gesagt worden ist, 4 Wochen oder einen Monat ist zu kurz, kam hier. Ich zeige dir Vorschlag, dass wir das auf 6 Wochen vielleicht ausgehen. Länger können wir nicht machen, weil wir sind da wirklich in der Sommerpause. Ich weiß nicht, ob dann im Sommer noch was passiert. Dann hat jede Gruppe auf jeden Fall die Chance, sich irgendwie einmal getroffen zu haben und dieses Thema angesprochen zu haben und dazu eine Meinung zu bilden und dann diese Meinung dann wieder zurückzubringen. In einer hoffentlich dann sich konzentrierende AG, aber das ist ja die Idee, die dahinter steckt. Wenn sich einer Gruppe nicht meldet und keinen Vertreter schickt, dann wollte sie offensichtlich nicht. Dazu können wir hier gar nichts sehen. Es ist eine Empfehlung. Und deswegen wollen wir jetzt erstmal darüber abstimmen, ob wir abstimmen wollen, oder wollen wir gleich über die Empfehlung abstimmen. Ja. Also, das Stimmungsbild. Ja, um was genau? Wollen wir die Empfehlung oder sollen wir einfach darüber abstimmen, ob wir hier überhaupt richtig sind, für uns selber zu sprechen? Empfehlung. Empfehlung. Du bist jetzt ja?
Wer ist dagegen, der irgendwas abzustimmen oder eine Empfehlung abzugeben? Ne? Darum geht es ja letztendlich. Wer soll jetzt bitte seinen Arm heben? Ja, kannst du mal eine dritte Frage. Wer ist für die Empfehlung? Wir möchten eine Abstimmung mal eine Empfehlung. Das ist ja total gut. Eine Abstimmung mal eine Empfehlung machen. Ich stelle einen Antrag. Ja. Formal stelle ich den Antrag, dass nicht über diese Liste abgestimmt werden darf. Ich stelle ihn formal, ich kann also auch gegen meinen eigenen Antrag danach stimmen. Ja. Also stelle ich den Antrag, dass nicht über diese Liste abgestimmt werden darf. Wer ist dafür, dass er nicht über abgestimmt werden darf? Wer darf sich jetzt... wer ist dagegen, dass wir da nicht über abstimmen müssen? Jetzt haben wir tatsächlich es geschafft, diese Diskussion zu beenden. Jetzt möchte ich gerne von euch eine Empfehlung haben. Ich stelle das jetzt sozusagen und bitte euch über eure persönliche Meinung, ob ihr das gut findet oder nicht, eine entsprechende Empfehlung an die Ortsgruppen auszustellen, dass sie sich damit beschäftigen sollen. Ja. Mit der Maßgabe 6 Wochen statt 4 Wochen. Wer ist dafür? Ja. Es geht um eine Empfehlung. Wir wollen hier keines gehen, oder? Es geht um einen Fall. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Gut, 2, 3, 4, 5 Personen, da sind wir. Alles klar. Dann haben wir tatsächlich eine Abstimmung in Form einer Empfehlung. Ich danke euch. Ich möchte auf jeden Fall die, ohne Auftrag, ohne Wahl, ohne Honorar, ohne, was kann man noch sagen, ohne alles, die Arbeit gemacht haben, die es organisiert haben verdient, dass sie weiter. Wir sind jetzt am Ende der Zeit auch schon angekommen. Wir haben immerhin irgendetwas bewegt. Wir sind ja in Bewegung. Ein bisschen haben wir jetzt mit am Schluss noch Bewegung reingekriegt. Wir haben auch schon in den Fachgruppen, insbesondere Soziales und Umwelt, eine ganze Menge gehört, was uns zum Nachdenken weiter anregen kann, woraus wir weiter Initiative entfachen können. Bei der Friedensgruppe ist es ohnehin so, dass die Friedensgruppe selbstständig ihre Ziele verfolgt. Ich möchte mich jetzt bei allen, die so lange durchgehalten haben, bedanken und beschließe damit diesen Kongress hier. Vielen Dank.